Sehr geehrter Herr Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Herr Dr. Schuster, im Moment nicht im Saal, aber wahrscheinlich im Livestream, auf dem Weg hierher. Sehr geehrter Präsident des Hessischen Landtages, Herr Rhein, im Moment auch noch nicht da, ich hoffe, dass er noch kommen wird. Sehr geehrter lieber Vorstandsvorsitzender der Jüdischen Gemeinde Frankfurt, Herr Professor Korn, sehr geehrter lieber Beauftragter für Antisemitismus und jüdisches Leben in Hessen, Herr Becker, lieber Professor Christian Wiese, Inhaber der Martin-Buber-Professur für jüdische Religionsphilosophie und Leiter des neu gegründeten Buber-Rosenzweig-Instituts an der Goethe-Universität, lieber Professor Doron Kiesel, wissenschaftlicher Direktor der sich im Bau befindlichen Jüdischen Akademie, liebe Professor Guri Schneider-Ludorf von der Augustaner Hochschule Neuendettelsau, ich glaube, ich habe es richtig ausgesprochen, an der das Synagogengedenkbuch Bayern entstanden ist, lieber Dr. Stefan Vogt, Forschungskoordinator des Projekts Synagogengedenkbuch Hessen, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freundinnen und Freunde des Jüdischen Museums, verehrte Gäste im Livestream und an den Bildschirmen. Es ist mir eine große Freude, hier und heute Abend die Konferenz Das Jüdische Frankfurt zu eröffnen, die ursprünglich bereits vor einem Jahr unmittelbar nach der Eröffnung des neuen Jüdischen Museums stattfinden sollte, dann aber infolge der Pandemie verschoben werden musste. Gegenstand dieser Konferenz ist die jüdische Kultur- und Sozialgeschichte Frankfurts von der Emanzipation bis zum Nationalsozialismus, der sich auch unsere neue Dauerausstellung »Wir sind jetzt« auf 3 Etagen im Rothschild-Palais widmet. Falls Sie noch nicht die Chance gehabt haben sollten, sich die Ausstellung anzusehen, möchte ich Sie einladen, dies im Laufe des morgigen Tages nachzuholen. Sie ist für Konferenzteilnehmerinnen und Teilnehmer eigens geöffnet. Der Konzeption dieser Ausstellung liegt die Überzeugung zugrunde, dass die jüdische Geschichte und Kultur Frankfurts des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts beispiellos ist, und zwar in mehrfacher Hinsicht. Frankfurt war bereits in der frühen Neuzeit, als seine jüdische Bevölkerung noch gezwungen war, in dem abgegrenzten Bezirk der Judengasse zu leben, ein europaweit wahrgenommenes Zentrum jüdischen Lebens, das insbesondere für seine Gelehrsamkeit berühmt war und sowohl Handelstreibende wie auch Studierende von weit her anzog. Nach Ende des Siedlungszwangs im Ghetto entwickelten Jüdinnen und Juden hier eine besondere Form von Zugehörigkeitsgefühl und Selbstverständnis, die die Entwicklung der Handelsstadt in eine moderne Großstadt auf besondere Art und Weise prägte. 1930 waren etwa 30.000 Menschen Mitglieder der beiden jüdischen Gemeinden Frankfurts, also 5% der Stadtbevölkerung und der prozentual höchste Anteil in einer Stadt im Deutschen Reich. Eben diese 5% hatten einen großen Anteil an der Entwicklung von Handel und Wirtschaft, wie auch Bildung, Wissenschaft und Kultur. Trotz aller politischen Hemmnisse und des gesellschaftlichen Widerstands war das 19. Jahrhundert für die große Mehrheit der Frankfurter Jüdinnen und Juden eine erstaunliche Erfolgsgeschichte. Nicht nur den lange in Frankfurt ansässigen Familien, sondern vor allem auch zahlreichen Zuwanderern aus kleinen Städten und Dörfern der weiteren Umgebung gelang es, Teil des städtischen Bürgertums zu werden. Dass die alten Hoffaktorfamilien wie die Familie Rothschild, Speyer und Goldschmidt aus Handelsfirmen prosperierende Privatbanken entwickeln konnten, die einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung des Finanzplatzes Frankfurt leisteten, war dabei weniger erstaunlich als die große Zahl armer jüdischer Familien, die zu Beginn des 19. Jahrhunderts noch als Hausierer ihr Leben gefristet hatten und denen es in 1 oder 2 Generationen gelang, die Chancen der beginnenden Industrialisierung zu nutzen. Die Mehrzahl der Frankfurter Jüdinnen und Juden war auch noch am Ende des 19. Jahrhunderts als Kaufleute tätig. Nicht wenige Handelsfirmen wagten darüber hinaus den Schritt in die industrielle Produktion, häufig in dem Bereich, in dem sie im Handel Erfahrung gewonnen hatten. Am berühmtesten wurden die von den Familien Ganz und Weinberg gegründeten Casella Farbwerke, die später Teil der IG Farben AG wurden. Handel, Industrie, Banken und die Börse waren Bereiche, in denen Frankfurter Jüdinnen und Juden überwiegend tätig waren und denen sie wichtige Grundlagen zur Entwicklung Frankfurts zu einem modernen Banken- und Dienstleistungszentrum legten. Im Frankfurter Bürgertum hatte sich seit den 1860er Jahren eine liberale politische Haltung durchgesetzt, die wesentlich durch jüdische Politiker wie Leopold Sonnemann, den Begründer der Frankfurter Zeitung, repräsentiert wurde.
Die liberale Prägung und Entwicklung Frankfurts ist aber auch nicht ohne das große Engagement jüdischer Unternehmer und Mäzene zu denken. Die bürgerliche Integration der Frankfurter Juden spielte sich seit dem 19. Jahrhundert in einer umfangreichen mäzenatischen Tätigkeit wider. Allein die Familie Rothschild gründete etwa 30 Stiftungen, die unter anderem der Bekämpfung sozialer Not, der medizinischen Versorgung und der Förderung der Bildung dienten. Die vielfältigen Aktivitäten des jüdischen Bürgertums für die Entwicklung der Stadt in der wilhelminischen Zeit kulminierten in der Gründung der Universität, der erste Stiftungsuniversität im Deutschen Reich. In der Gründungsurkunde werden als Träger der Universität neben der Stadt Frankfurt 10 Stiftungen genannt, von denen allein 5 auf jüdische Stifterinnen und Stifter zurückgehen. Frankfurt erhielt die am besten ausgestattete Universität im Deutschen Reich. 1914 wurde sie feierlich eröffnet. In ihrer Satzung war ausdrücklich festgehalten, dass für die Berufung auf eine Professur die religiöse oder konfessionelle Stellung kein Ausschließungsgrund sein dürfe. In den Jahren der Weimarer Republik prägte die Universität und die liberaldemokratische Frankfurter Zeitung ein fortschrittliches intellektuelles und politisches Klima. Frei von den sozialen Hemmnissen der wilhelminischen Zeit konnten Jüdinnen und Juden nun auch in Bereichen ihre Fähigkeiten entfalten, die ihnen zuvor verwehrt waren. Dies gilt insbesondere für die Wissenschaft und führte zur Gründung gleich mehrerer wissenschaftlicher Institute, die in enger Zusammenarbeit mit der Frankfurter Universität eigene Forschungsdisziplinen aufbauten. Auch in der baulichen Stadtentwicklung beschritt Frankfurt in den 20er Jahren innovative Wege. Von zentraler Bedeutung waren dabei 2 Persönlichkeiten, die jüdischen Familien entstanden: Oberbürgermeister Ludwig Landmann und Stadtkämmerer Bruno Asch. Sie setzten ein umfangreiches Konzept städtebaulicher und verkehrspolitischer Erneuerung um, das neue Frankfurt, das die Stadt bis heute prägt. In neuer, standardisierter Bauweise entstanden unter anderem in Braunheim und in der Römerstadt moderne Wohnsiedlungen, die Arbeitern und Angestellten angemessenen Wohnraum zur Verfügung stellen sollten. Während für Landmann, Asch und viele Vertreter der sogenannten Frankfurter Schule ihre jüdische Herkunft kaum noch eine Rolle spielte, entwickelten sich gleichzeitig in Frankfurt Ansätze einer Renaissance jüdisch-religiösen Denkens. Insbesondere um den charismatischen und für seine Predigten berühmten Rabbiner der Börneplatz-Synagoge, Nehemias Anton Nobel, sammelte sich ein Kreis junger jüdischer Intellektueller, unter ihnen Siegfried Krakauer, Ernst Simon, Leo Löwenthal und Erich Fromm, die einen Weg zu den religiösen Wurzeln jüdischen Lebens suchten. Ende 1920 nahm das Freie Jüdische Lehrhaus unter der Leitung von Franz Rosenzweig seinen Veranstaltungsbetrieb auf. Trimesterweise wurden Seminare und Arbeitsgruppen zu Torah und Talmud, jüdischer Geschichte und Literatur angeboten. Das Freie Jüdische Lehrhaus setzte unter dezidiert modernen Vorzeichen die Auseinandersetzung mit der jüdischen Tradition fort, die im Jahrhundert zuvor bereits intensiv und mit großen Streitigkeiten betrieben worden war. Nach Ende des Siedlungszwangs in der Judengasse hatte sich deren Hauptsynagoge rasch zu einem Zentrum der radikalen Reformbewegung entwickelt, der es nicht nur um eine zeitgemäße Gestaltung des Gottesdienstes ging, sondern die auch die Autorität des Talmuds und der Gebote, die rituelle Reinigung und die Speisevorschriften zur Diskussion stellte. Gegen diese radikalen Vorstellungen suchten orthodoxe Kreise, um den Oberrabbiner Salomon Trier das Judentum unverändert zu bewahren. Der Streit eskalierte, als 1844 mit Leopold Stein erstmals ein Reformer zum Rabbiner berufen wurde. Der Oberrabbiner trat aus Protest zurück. Da die orthodoxen Gemeindemitglieder nun ihre religiösen Vorstellungen nicht mehr gewahrt sahen, gründeten sie 1850 die Israelitische Religionsgesellschaft und konnten als Rabbiner den angesehenen Gelehrten Samson Raphael Hirsch gewinnen. Viele alteingesessene Frankfurter Familien unterstützten die Gründung, unter ihnen eine Reihe bekannter Bankiers, sodass die finanzielle Ausstattung es erlaubte, bereits 1853 eine Synagoge in der Schützenstraße zu bauen. Samson Raphael Hirsch wurde zum Begründer der Neo-Orthodoxie, die ein Leben nach den Geboten der Tora und moderne Bildung miteinander zu verbinden suchte. Mit der Gründung der Israelitischen Religionsgesellschaft entstand 1876 eine zweite jüdische Gemeinde, die heute weltweit als Ursprung der modernen Orthodoxie gilt. Um konservative Mitglieder weiterhin an sich zu binden, stellte die israelitische Gemeinde der Austrittsgemeinde 1882 eine zweite Synagoge am Börneplatz zur Seite, die ihrerseits später zum Ausgangspunkt der erwähnten jüdischen Renaissance wurde.
Dass die Synagogen und Bethäuser Frankfurts im ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhundert ein Inbegriff dessen waren, was wir heute jüdische Pluralität nennen, verdeutlicht nicht nur, welche Bedeutung diese Stadt als ein Zentrum jüdischen Lebens im modernen Europa hatte. Die Tatsache, dass eben diese Pluralität sichtbar im Stadtraum Form annahm, dass jüdische Gemeindemitglieder sich als Bürgerinnen und Bürger Frankfurts verstanden und sich allenthalben für das Wohlergehen der Stadt engagierten, verdeutlicht auch und vor allem eines: in welchem Maße hier eine Form von Zugehörigkeit zur städtischen Gesellschaft praktiziert und gelebt wurde, die zugleich kulturelle wie auch religiöse Unterschiede zu wahren wusste. Diese partikulare jüdische Kultur- und Sozialgeschichte des modernen Frankfurts als solche wieder erfahrbar zu machen und sie nicht von ihrem Ende der nationalsozialistischen Machtübernahme her zu interpretieren. Eben dies ist das Anliegen der Dauerausstellung, wie auch der historischen Bildungsarbeit des Jüdischen Museums Frankfurt. Denn, liebe Zuhörende, es hätte auch anders kommen können. Wir verstehen es als unsere eigentlich politische Aufgabe, im Hier und Jetzt die Frage aufzuwerfen, was damals hätte geschehen müssen, damit Frankfurt diese von seinen jüdischen Bürgerinnen und Bürgern geprägte Stadt weiterhin der Ort geblieben wäre, der er war. Ich freue mich darauf, mit Ihnen in den kommenden Tagen über diese Frage und über die exzeptionelle Sozial- und Kulturgeschichte dieser Stadt mit Ihnen weiter zu sprechen, diese weiter auszuloten, und bedanke mich herzlich bei den Kooperationspartnern für die Vorbereitung und Zusammenarbeit an dieser Tagung. Namentlich besonders bedanken möchte ich Dr. Stefan Vogt für seine koordinatorischen Tätigkeiten, meinen Kolleginnen Jonathan Günther und Annika Friedmann für die Gästebetreuung und die Koordination vor Ort, dem Team von Sascha Lieberts für die technische Begleitung und Ihnen allen fürs Zuhören. Sehr geehrter Herr Landtagspräsident Rhein, lieber Herr Becker, liebe Frau Professorin Wenzel, meine sehr geehrten Damen und Herren. Frankfurt ist heute wieder ein Zentrum jüdischen Lebens in Deutschland. Davon zeugt nicht nur die große jüdische Gemeinde mit ihren vielfältigen Aktivitäten und Institutionen, davon zeugt auch das Frankfurter Jüdische Museum hier, das im letzten Jahr vergrößert wieder eröffnet werden konnte. Und davon zeugt nicht zuletzt die umfangreiche Bildungs- und Forschungsarbeit zur jüdischen Geschichte und Gegenwart, die in Frankfurt geleistet wird, etwa durch die Bildungsabteilung des Zentralrats der Juden oder durch die Martin-Buber-Professur für jüdische Religionsphilosophie an der Frankfurter Universität. Auch die heute beginnende Konferenz ist ein Beleg dafür, dass das jüdische Frankfurt, wie es der Titel formuliert, nicht mehr nur etwas Historisches beschreibt. Die Erforschung der Geschichte der einzigartigen Beziehung zwischen Frankfurt und den Juden, der sich die Konferenz widmet, ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass jüdisches Leben und dass Jüdinnen und Juden dauerhaft einen festen Platz in dieser Stadt haben. Die Anfänge jüdischen Lebens in Frankfurt gehen zurück bis in das 12. Jahrhundert, als sich in der Gegend um den heutigen Dom eine erste jüdische Gemeinde etablierte. Die Verfolgungen der Jahre 1241 und 1349 markierten das Ende dieser Epoche. 1360 durften sich im Rahmen der Judenordnung der Stadt wieder jüdische Familien in Frankfurt niederlassen. 1464 wurde den Frankfurter Juden ein Gebiet an der Stadtgrenze zugewiesen, wo später die Judengasse, das Frankfurter Ghetto, entstand. Hier lebten die Frankfurter Juden bis zur Emanzipation. Nach der bürgerlichen Gleichstellung 1864 zogen sie allmählich in andere Frankfurter Stadtteile um. Bis 1933 zählte die Frankfurter Gemeinde mehr als 30.000 Mitglieder.
Die Mehrzahl war in der israelitischen Gemeinde organisiert. Mit der Gründung des Philanthropiens 1804 wurde die jüdische Gemeinde Frankfurt zum Zentrum der religiösen Reformbewegung. Im Gegenzug entstand unter der Leitung von Rabbiner Samson Raphael Hirsch die orthodoxe Austrittsgemeinde, die sich 1848 in der israelitischen Religionsgesellschaft zusammengeschlossen hatte. Zahlreiche Gemeindeglieder nahmen wichtige Funktionen in der städtischen Kultur und Politik ein. Viele Institutionen wie die Johann Wolfgang Goethe-Universität oder die Frankfurter Allgemeine Zeitung gehen auf jüdische Stiftungen bzw. jüdische Gründungen zurück. Bekannte Rabbiner aller religiösen Richtungen haben in Frankfurt gewirkt. Frankfurter Juden prägten auch die säkulare Kultur der Stadt. Sie waren wesentlich daran beteiligt, dass Frankfurt zu einer modernen Handels-, Bildungs- und Kulturmetropole wurde. Frankfurt war aber auch die erste Stadt in Deutschland, die Juden zwang, in einem Ghetto zu leben, und eine der letzten, die diesen Zwang aufhob. Jüdinnen und Juden waren auch nach der rechtlichen Emanzipation im 19. Jahrhundert weiterhin antisemitischen Anfeindungen und Ausgrenzungen ausgesetzt, auch hier in Frankfurt. In den 12 Jahren der NS-Zeit wurde das jüdische Leben in der Stadt zerstört. Der reichsweite Boykott von Geschäften in jüdischem Besitz vom April 1933 leitete auch in Frankfurt öffentlich sichtbar die Verfolgung der Juden ein. In der Pogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938 wurden alle großen Synagogen Frankfurts geplündert und angezündet. Die Westend-Synagoge brannte als einzige nicht komplett aus, weil die Feuerwehr dort löschte, jedoch nicht zur Rettung der Synagoge, sondern um benachbarte Wohngebäude zu schützen. In den Morgenstunden des 10. November wurden über 3000 jüdische Männer verhaftet und gewaltsam in die Konzentrationslager Buchenwald und Dachau verschleppt. Am 19. Oktober 1941 fand die erste Deportation aus Frankfurt statt. Frauen, Männer und Kinder wurden aus ihren Wohnungen geholt und durch die Stadt zur Großmarkthalle getrieben. Das Ziel der Deportation war das Ghetto in Lodz. Von den etwa 30.000 Juden, die 1933 in Frankfurt lebten, haben nur etwas mehr als 100 den Nationalsozialismus in der Stadt überlebt. Zwar war es vielen Gemeindemitgliedern gelungen, Deutschland rechtzeitig zu verlassen, dennoch fanden etwa 12.000 Frankfurter Juden in den Vernichtungslager der Nazis den gewaltsamen Tod. Nachdem die Stadt am 29. März 1945 durch die US-Armee befreit worden war, wurde im Juli 1945 der aus Theresienstadt zurückgekehrte Rabbiner Dr. Leopold Neuhaus von der amerikanischen Militärregierung mit der Gründung einer jüdischen Gemeinde beauftragt. Nach der NS-Zeit waren nur noch wenige der ehemaligen Frankfurter Juden am Leben. Sie zählten zu den Gründervätern der jüdischen Gemeinde Frankfurt. Überwiegend waren dies jedoch polnische Überlebende des Holocaust, die in den DP-Camps untergebracht waren. Im Jahre 1949 zählte die jüdische Gemeinde Frankfurt rund 800 Mitglieder. Bis Mitte der 80er Jahre lebte die jüdische Gemeinschaft in Deutschland in einer sogenannten gepackten Koffer-Mentalität. Das galt auch für die Frankfurter Gemeinde. In Deutschland stagnierte die jüdische Gemeinschaft bei etwa 35.000 Menschen, in Frankfurt bei etwa 4.500 Mitgliedern. Nachdem 1989 Juden aus der ehemaligen Sowjetunion die Ausreise ermöglicht wurde, hat sich durch die Zuwanderung in die Bundesrepublik die jüdische Bevölkerung mehr als verdreifacht. Die jüdische Gemeinde Frankfurt zählt heute knapp 7.000 Mitglieder.
Frankfurt entwickelt sich nicht nur zu einem Vorbild an Integration, sondern auch zu einer Einheitsgemeinde mit Vorzeigecharakter. Das gesamte religiöse Spektrum ist vertreten. Seit geraumer Zeit finden in der Synagoge an der Freiherr von Steinstraße die orthodoxen und liberalen Gottesdienste unter einem Dach statt. Vor diesem Hintergrund begrüße ich es ausdrücklich, dass die Geschichte der jüdischen Gemeinden in Hessen und ihrer Synagogen nun in einem umfassenden Forschungs- und Dokumentationsprojekt systematisch aufgearbeitet werden. Ich begrüße es ganz besonders, dass das Land Hessen und die christlichen Kirchen sich bereit erklärt haben, dieses Projekt Synagogengedenkband Hessen finanziell zu unterstützen und somit zu ermöglichen. Ebenso wie das jüngst abgeschlossene bayerische Synagogenprojekt wird es an das Zusammenleben von Christen und Juden in den Dörfern und Städten erinnern, an Momente guter Nachbarschaft und religiöser Begegnung, aber auch daran, wie schnell Freundschaft in antisemitisch gefärbte Distanziertheit, aber auch Feindschaft umschlagen konnte. Es wird die Leerstellen schmerzhaft bewusst machen, die durch die Zerstörung jüdischen Lebens während der Zeit des NS-Regimes und der Shoah hinterlassen wurden. So ist der Synagogengedenkband über die historischen, kultur- und religionsgeschichtlichen sowie architekturhistorischen Aspekte hinaus auch ein Werk der Mahnung, der Prävention und der Abwehr von Antisemitismus und ein Aufruf gegen das Vergessen. Der Frankfurter jüdischen Gemeinde und ihrer Geschichte wird in diesem Werk eine besondere Bedeutung zukommen. Die heute beginnende Konferenz wird dafür wichtige Impulse und Anregungen geben. Niemand hätte es sich 1945 träumen lassen, dass je wieder große Gemeinden in Deutschland entstehen, viele Juden in Deutschland leben würden. Und niemand hätte es sich träumen lassen, dass auch Frankfurter wieder zu einem bedeutenden Ort jüdischen Lebens werden könnte. Eine Voraussetzung für diesen Neuanfang war das Wachhalten der Erinnerung an die jüdische Geschichte und an die Shoah. Ist auch heute noch die Grundbedingung dafür, dass Juden wieder in Deutschland leben, jüdische Gemeinden in Deutschland existieren und gedeihen können. Ich bin daher dankbar für die zahlreichen Initiativen zur Erinnerung an jüdisches Leben in Deutschland. Ich freue mich sehr, dass das Frankfurter Jüdische Museum seine Pforten nun wieder geöffnet hat und größer und bedeutender ist denn je. Es ist bemerkenswert, dass das Projekt Synagogengedenkbuch Hessen nun endlich seine Arbeit aufnehmen kann, und es beeindruckt mich, dass heute hier so viele Forscherinnen und Forscher unterschiedlicher Generationen, jüdische und nichtjüdische, zusammengekommen sind, um dieser Erinnerung neue Impulse zu verleihen. Ich möchte die Anwesenheit des Antisemitismusbeauftragten der Hessischen Landesregierung, von Ihnen sehr geehrter Herr Becker, dazu nutzen, um Ihnen von ganzem Herzen für die langjährige Unterstützung der Anliegen der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland zu danken. Herr Becker hat nicht nur Möglichkeiten eröffnet, jüdisches Leben zu präsentieren, sondern auch dazu beigetragen, dass Juden in Deutschland mit ihrer besonderen Geschichte und Erfahrung wahrgenommen und anerkannt werden. Die jüdische Gemeinschaft in Frankfurt kann auf zahllose Situationen verweisen, in denen Herr Becker an vorderster Front stand, wenn es darum ging, Antisemitismus die Stirn zu bieten oder gegen die Leugner der Shoah vorzugehen. Der Fotograf Raphael Herrlich, der inzwischen mit seinen Bildprojekten zu jüdischem Leben in Deutschland bundesweit bekannt ist,
hat im Auftrag des Zentralrats ein Album mit Bildern zusammengestellt, die die vielfältigen Aktivitäten und das Engagement von Uwe Becker für die Verankerung eines selbstbewussten jüdischen Lebens in Deutschland in Sicherheit und Freiheit dokumentieren. Ich möchte den wissenschaftlichen Direktor der Bildungsabteilung, Herrn Professor Doron Kiesel, bitten, Ihnen, sehr geehrter Herr Becker, dieses Geschenk zu überreichen. Sehr gerne und viel lieber hätte ich es heute persönlich getan. Leider schaffe ich es nicht rechtzeitig wegen eines anderen Termins aus Regensburg pünktlich in Frankfurt zu sein. Deshalb mein persönlicher Dank und meine besten Wünsche auch für Ihre berufliche Zukunft auf diesem Wege. Ihnen allen danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. Alles Gute. Bitte schön. Hier sind Jahre Ihres langjährigen Engagements sind hier verbrieft, ja. Und Sie können das bei neuen Bewerbungen immer einreichen. Ich begrüße im Namen des Hessischen Landtages, also der Volksvertretung aller Hessinnen und Hessen, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Veranstalter und Unterstützer der diesjährigen internationalen Konferenz. Dass sich diese bedeutende Konferenz dem Thema das jüdische Frankfurt widmet, freut mich nicht zuletzt als Frankfurter Bürger, ganz besonders, denn keine Stadt in unserem Land nimmt in der deutsch-jüdischen Geschichte einen so herausragenden Platz ein wie Frankfurt. In ganz einzigartiger Weise haben jüdische Bürgerinnen und Bürger unsere Stadt geprägt. Frankfurts Rang und Bedeutung in Deutschland, Europa und auch in der Welt ist nicht ohne seine Bürgerinnen und Bürger jüdischen Glaubens zu denken. Viel zu wenige Menschen machen sich Gedanken darüber, dass die deutsche Geschichte auch eine jüdische Geschichte ist und dass hierzulande Juden seit 1700 Jahren leben. Es war die Shoah. Dieser furchtbare Zivilisationsbruch, der den Erzählfaden der gemeinsamen Geschichte grausam zerschnitten hat. Was geschehen ist, darf sich nie wiederholen. Und ja, wir können die deutsch-jüdische Geschichte nicht ohne die Shoah erzählen. Denn wir werden die politische Erbschaft der damals Schuldigen immer zu tragen haben. Aus ihr ziehen wir die Konsequenzen für unser Handeln. Jetzt, für morgen und für übermorgen. Aber zur gemeinsamen Geschichte gehört auch, dass das Judentum eine Galaxie von Wissen und von Werten, eine Infusion von Sinn und Substanz und so vieler wichtiger und schöner Traditionen ist. Jedes Mal wieder, wenn ich Jiddisch höre, diese lebendige, anschauliche, ja und lebensnahe Sprache, wird mir bewusst, wie stark jüdische Kultur das Deutsche bereichert hat und umgekehrt. Wer denkt heute noch daran, dass er, wenn er von Massel spricht oder von seinem Gegenteil, dem Schlamassel, oder wenn er nach Tacheles redet oder von Schmonzes, er sich des Jiddischen bedient. Natürlich, die Shoah spielt immer eine große Rolle. So muss es auch sein. Aber es gibt eine großartige deutsch-jüdische Geschichte jenseits der Shoah. Es gab so viel, was Juden in diesem und für dieses Land, ihr Land, geleistet haben, auf so vielen Gebieten. In den Bereichen von Kunst und Kultur, Wissenschaft, Philosophie und Philanthropie, in Handel und Finanzen, in Politik und Journalismus. Es ist ein gewaltiger Beitrag, den Juden zum Blühen ihres Landes geleistet haben. Und dafür stehen Namen wie Albert Einstein, Ernst Bloch, Max Liebermann, Alfred Döblin oder auch Kurt Tucholsky. Und ganz besonders in Frankfurt und in Hessen Theodor Wiesengrund Adorno, Moritz Oppenheim, Ludwig Börne, Paul Ehrlich, Anne Frank, Meyer Amschel Rothschild, Bertha Pappenheim, Georg Speyer und Leopold Sonnemann. Aber es sind auch so viele Institutionen, die zu unserem Alltag gehören und die auf jüdische Stifter und Gründer zurückgehen. Denken Sie an die Goethe-Universität, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, deren Vorläuferin die Frankfurter Zeitung war,
das Clementine Kinderkrankenhaus oder auch das Carolinum, um nur ein paar zu nennen. Judentum hat eine große Vergangenheit, aber Judentum hat auch Zukunft und Judentum ist Zukunft. Ich bin den Teilnehmern, den Veranstaltern und den Unterstützern der heute beginnenden internationalen Konferenz sehr dankbar, dass sie diesen Blick öffnen, damit wir den Reichtum jüdischen Lebens in unserem eigenen Leben sehen. Und insoweit bleibt mir, der Konferenz im Namen des Hessischen Landtages, einen guten Verlauf und vor allem viele kluge Erkenntnisse zu wünschen. Sehr geehrte Frau Dr. Wenzel, Herr Professor Dr. Korn, Herr Professor Giesel, meine sehr geehrten Damen, meine Herren, ich möchte meine Ausführungen mit einer Frage beginnen, die ich aber auch selbst gleich beantworten möchte. Wo sieht man das jüdische Frankfurt, wenn man auf die Stadt blickt? Das möchte ich einfach wirken lassen in der Frage, welche Bedeutung jüdisches Leben für Frankfurt, für Hessen und für Deutschland hat. Und ich halte diese Konferenz gerade deswegen für so besonders wichtig, weil sie in einer Zeit, in der wir wieder über Dinge reden, von denen wir uns tatsächlich befreit gefühlt haben, aufzeigt, welchen Beitrag jüdisches Leben für die Entwicklung Frankfurts, Hessen, unseres Landes insgesamt geleistet hat und was sie darüber hinaus heute auch noch tut. Deswegen möchte ich die Konferenz selbst auch einrahmen, wenn ich ein paar Worte zu Beginn spreche. Frankfurt wäre ohne seine jüdische Seite eine andere Stadt. Und Frankfurt ist durch das, was geschehen ist, anders geworden, als sich Frankfurt hätte entwickeln können. Jüdisches Leben mit all seinen Brüchen und der schrecklichen Zäsur mit der Zeit der Shoah hat diese Stadt wie keine andere Stadt in Deutschland maßgeblich mitgeprägt. Von der Wissenschaft, der Wirtschaft, der Kultur und dem gesamten gesellschaftlichen Leben. Aber es war immer auch geprägt von Gegensätzen. Dem Zentrum, dem geistigen Zentrum jüdischen Lebens im deutschsprachigen Raum, aber gleichzeitig eben auch die Stadt mit dem ersten jüdischen Ghetto. Und mit der Gleichstellung im 19. Jahrhundert und der Emanzipation hat Frankfurt gerade mit und durch jüdisches Leben diese moderne Entwicklung nehmen können, die sie mit dem 19. und dem 20. Jahrhundert tatsächlich auch genommen hat. Namen, wie sie eben der Landtagspräsident genannt hat, von Paul Ehrlich über Ludwig Börne, Arthur und Karl von Weinberg, Bertha von Pappenheim, Theodor W. Adorno. Ich wiederhole sie jetzt alle nicht, sie sind uns präsent, aber genauso auch Gabriel Riese als Vizepräsident des Paulskirchenparlaments zeugen von dem, was jüdisches Leben in Frankfurt bewirkt und überhaupt erst möglich gemacht hat. Diese Liste ließe sich noch sehr, sehr lange fortsetzen. Doch leider ist die Liste der entrechteten Frankfurter Jüdinnen und Juden länger. Auch jene der Geflohenen und jene der Ermordeten. Am längsten jedoch ist die Liste der nicht geborenen Frankfurterinnen und Frankfurter, der nicht gegründeten Familien, der Nicht-Kolleginnen und Kollegen am Arbeitsplatz, der Nicht-Sportskameradinnen und Sportkameraden im eigenen Verein, jener Frankfurter Jüdinnen und Juden, die durch die industrielle Ermordung ihrer Vorfahren ein eigenes Leben nicht gegönnt war. Wie würde Frankfurt heute ausschauen? Wie würde das jüdische Frankfurt am 10. Oktober 2021 aussehen? Ja, trotz seiner stark jüdischen Identität war Frankfurt nicht immun gegen das gesellschaftliche Gift des Nationalsozialismus. Und die Nazis machten gerade deshalb auch Frankfurt zum Zentrum ihrer Rassenideologie und Rassenforschung. Diese eigene Schuld der Stadt ist bis heute noch nicht vollständig aufgearbeitet.
nicht jene von Einzelpersonen, nicht jene von Unternehmen, nicht jene von Institutionen. Und manchmal machen wir es uns schon sprachlich einfach, indem wir von dem Nationalsozialismus oder den Nationalsozialisten sprechen, so als ob es sich um Wesen gehandelt habe, die mit einem Raumschiff in Frankfurt gelandet wären, um plötzlich das Land zu übernehmen. Nein, die Nationalsozialisten hier waren Frankfurterinnen und Frankfurter, die schuldig geworden sind an Frankfurterinnen und Frankfurter. Gleichzeitig war Frankfurt aber auch nach 1945 mit dem Auschwitz-Prozess jener Ort, an dem überhaupt die Aufarbeitung der Verbrechen der Shoah tatsächlich begonnen hat. Die Wirkung auf die Gesamtgesellschaft war leider, auch das gehört dazu, mäßig. Aber es war der Beginn dessen, sich mit der Situation auseinanderzusetzen, die eben im gesamten Land, hier in Hessen, von Hessinnen und Hessen an ihre Nachbarinnen und Nachbarn verbrochen waren. Und mit dem Sitz des US-amerikanischen, der Militärregierung nach 1945, dem DP-Camp in Salzheim, war Frankfurt für viele osteuropäische Juden Durchgangsstation in die Vereinigten Staaten, in das damalige Palästina, das heutige Israel. Aber viele blieben, ich sage bewusst, zu unserem Glück hier in Frankfurt und sorgten für den Wiederaufbau jüdischen Lebens in der Stadt. Von jenen 30.000, es ist gesagt worden, von denen weniger als 200 übrig waren und 12.000 Frankfurterinnen und Frankfurter ermordet wurden, deren Namen und darüber hinaus man in Frankfurt im Zentrum sieht, dort, wo der ursprünglich alte jüdische Friedhof ist, an seinen Mauern am Börneplatz. Aber auch hier gilt, Frankfurt hat es versäumt, nach dem Krieg von sich aus ein Ausrufezeichen für jüdisches Leben in Frankfurt zu setzen. Es gab keinen Aufbau der Börneplatz-Synagoge. In den 50er Jahren hat man auf den übrig gebliebenen Grundmauern und den Kellerresten den Blumengroßmarkt gebaut. Und als in den 80er Jahren in der großen gesellschaftlichen Auseinandersetzung die Entscheidung fiel, dort ein Gebäude zu errichten, war es auch nicht die mögliche Entscheidung, dort etwa die Börneplatz-Synagoge wieder aufzubauen, sondern man hat sich auf einen Kompromiss für die Judengasse verständigt. All das drückt schon auch ein Stück weit aus, wie wenig leidenschaftlich, wie wenig im Bewusstsein des Beitrags jüdischen Lebens für diese Stadt man entschieden hat. Ich habe an anderer Stelle mal das Beispiel der Paulskirche gebraucht, die man aufgebaut hat, um ein Ausrufezeichen für das neue, das moderne, demokratische Deutschland zu setzen, in einer Zeit, in der die Zahl der Demokratinnen und Demokraten nachweislich noch gering gewesen ist. Den Nichtwiederaufbau der Börneplatz-Synagoge alleine damit zu begründen, dass es eben zu wenig Juden wahrscheinlich gab, zeigt, welches Bewusstsein dieser Stadt gefehlt hat und bis heute noch nicht ausreichend wieder vorhanden ist. Und umso wichtiger ist diese Konferenz, die aufzeigt, was das jüdische Frankfurt in seiner Kultur- und Geistesgeschichte von der Emanzipation bis zur Zeit des Nationalsozialismus bewegt hat. Ja, wo war der Ausruf der Stadtgesellschaft, der Politik, dass jüdisches Leben nach 1945 überhaupt wieder willkommen ist? Und auch erst jüngst, der Name ist schon gefallen, haben wir uns mit dem früheren Oberbürgermeister Ludwig Landmann stärker auseinandergesetzt. Ja, die Straße gibt es schon länger, aber ein Bewusstsein, was Ludwig Landmann für diese Stadt geleistet hat, für das moderne Frankfurt, wie er für diese Entwicklung gesorgt hat, all das ist über Jahrzehnte trotz Straße kaum ins Bewusstsein der Frankfurterinnen und Frankfurter gedrungen und es ist auch heute noch nicht ausreichend vorhanden. Wir haben vor wenigen Wochen im Magistrat den Magistratssitzungssaal umbenannt in Ludwig-Landmann-Saal, um an dem Ort, an dem die wichtigen Entscheidungen für die Zukunft Frankfurts im 21. Jahrhundert getroffen worden sind, an den Mann erinnern, der unter ärmlichsten Verhältnissen an den Folgen des Nationalsozialismus dann gesundheitlich verendet ist.
Heute ist Frankfurt, um vom Moll auf die heutige Zeit überzugehen und damit auch diese Konferenz mit anzusprechen, die ja ein Zeichen dafür ist, aufzuzeigen, was jüdisches Leben für diese Stadt bedeutet hat und heute weiterhin bedeutet, wieder ein Ort mit einem aktiven und selbstbewussten jüdischen Leben. Heute ist die jüdische Seite Frankfurts, dieser wichtige Teil der Identität Frankfurts, wieder deutlich sichtbar. Nicht nur an den U-Bahnen, die Maccabi, Wizo oder unsere Partnerschaft mit Tel Aviv über die Straßen Frankfurts zeigen, sondern es ist an Orten sichtbar, wo die jüdische Gemeinde aktiv ist, wo es Maccabi eben ist, Bnei Britz, die ZWST, Wizo, die jüdische Studierendenunion, das Henry und Emma Budke Altenzentrum, genauso aber auch die zionistische Jugend und. Und das alles spannt eine Brücke, die man auf einem anderen Bild, ein bekanntes anderes Bild, sehen würde, nicht nur als eiserner Steg, sondern aus der Vergangenheit nach heute. Und deswegen müssen wir in der Zeit des wachsenden Antisemitismus gerade auch das aufzeigen, was dazu geführt hat, dass heute Leben in Städten, Gemeinden, in Hessen und in Deutschland überhaupt so möglich ist. Und wenn ich den Blick einmal ganz kurz nach Leipzig richten darf, dann will ich nur einen Ausspruch tätigen, der in dem Fall sagen soll, der Davidstern bleibt. Und wer ihn nicht mag, kann gehen. Mit Spatenstich zur Jüdischen Akademie vor einigen Wochen ist ein Ausrufezeichen nach vorne gerichtet. Aufsetzend auf dem jüdischen Lehrhaus, was wieder die Verbindung ein Stück weit herstellt, aus dem, was auch Teil der Konferenz ist. Meine Hoffnung ist, dass Frankfurt das geistige Zentrum jüdischen Lebens in Europa wird. Und da kann die Akademie viel leisten. Da können viele andere viel leisten. Und die heutige Konferenz, die sichtbar macht, was jüdisches Leben an Beitrag geleistet hat, in diesem Kontext auch vielleicht von 1700 Jahren jüdischen Leben. Ich sage bewusst, dass wir in diesem Jahr feiern, gerade und auch gegen all das, was sich an anderen Strömungen zeigt, ist auch eine Chance an anderen Orten, in anderen Städten, Kreisen und Gemeinden, sich mit dem auseinanderzusetzen, was jüdisches Leben vor Ort bedeutet und ausgemacht hat. Und wenn das stärker im Bewusstsein der Menschen ankommt, dann glaube ich, kommen wir über vieles hinweg, was heute mit Grundboden für all dieses unsägliche Gift des Antisemitismus ist, weil es oftmals auch das Unwissen und Vorurteile sind, die im Rahmen dessen, was auch hier über die Geschichte Frankfurts diskutiert wird, vielleicht zum Gegenteil führen kann. Ich wünsche der Konferenz einen guten Verlauf und bin all denen dankbar, die dies auch unter den heute noch geltenden Umständen in Anführungszeichen so auf die Beine gestellt haben und wünsche einen erfolgreichen Verlauf. Vielen herzlichen Dank. Sehr geehrte Frau Professorin Wenzel, liebe Miriam, sehr geehrter Herr Dr. Schuster, sehr geehrter Herr Professor Korn, sehr geehrter Herr Becker, sehr geehrter Herr Professor Kehlbrand, sehr geehrte liebe Kolleginnen und Kollegen und alle Teilnehmerinnen hier im Saal und an den Bildschirmen, eine Konferenz, die erst im vergangenen Herbst und dann in diesem Frühjahr hätte stattfinden sollen, verliert durch solche Verschiebungen überhaupt nicht ihren Reiz. Im Gegenteil, wir haben als Organisatorinnen und Organisatoren nun wirklich lange mit Spannung auf diesen Augenblick gewartet und hingearbeitet. Und da können auch die bleibenden Einschränkungen von Masken und Hybridität und Vorsicht diese Freude nicht trüben, dass wir heute hier im Jüdischen Museum tagen können. Miriam Wenzel hatte schon angesprochen, diese Konferenz zur jüdischen Geistes- und Kulturgeschichte Frankfurts fügt sich aus ganz unterschiedlichen Kontexten zusammen, die zeigen, dass nicht bloß die Frankfurter jüdische Vergangenheit, die wir in den nächsten Tagen in den Blick nehmen, eine vielfältige, in all ihrer Ambivalenz besondere und reiche ist, sondern dass auch die Konstellation der kooperierenden Institutionen mit Blick auf die Reflexion über jüdische Geschichte, jüdische Gegenwart in unserer Stadt etwas ganz Besonderes und ich finde sehr Wertvolles ist. Das im vergangenen Jahr neu eröffnete Jüdische Museum mit seinen Ausstellungen und Veranstaltungen, die Bildungsanstalt im Zentralrat der Juden in Deutschland, die immer konkreter und absehbarer auf dem Weg zur Jüdischen Akademie ist, die Jüdische Gemeinde Frankfurt, vertreten durch den heutigen Abendvortrag von Professor Korn, die universitären Institutionen der Judaistik an der Goethe-Universität mit ihren Projekten auch zur Frankfurter jüdischen Geschichte und Kultur,
die Universitätsbibliothek mit ihren jüdischen Sammlungen, das Fritz-Bauer-Institut zur Erforschung der Geschichte und Wirkung des Holocaust, die Bildungsstätte Anne Frank. Sie alle arbeiten immer wieder in unterschiedlichen Zusammenhängen miteinander zusammen und bilden so in Frankfurt ein bedeutsames Zentrum jüdischen Lebens, der Erforschung des Judentums, der pädagogischen Vermittlung von Wissen über jüdische Geschichte und Gegenwart und natürlich auch der Erinnerung an die Verbrechen des Nationalsozialismus und der Auseinandersetzung mit dem Antisemitismus unserer heutigen Gegenwart. Ich darf Sie heute im Namen der Martin-Buber-Professur für jüdische Religionsphilosophie und des in diesem Jahr gegründeten Buber-Rosenzweig-Instituts für jüdische Geistes- und Kulturgeschichte der Moderne und Gegenwart zu dieser Konferenz ganz herzlich willkommen heißen. Mit den beiden Namensgebern und ihrer Rolle an der Universität Frankfurt und in der jüdischen Geschichte der Stadt in den 1920er und 1930er Jahren, vor allem auch mit der zutiefst zwiespältigen Rolle der Universität, mit den hoffnungsvollen Schritten hin zu einer gleichberechtigten Partizipation jüdischer Gelehrter und Gelehrter jüdischer Herkunft am deutschen Wissenschaftssystem, mit der herausragenden Rolle jüdischer Stiftungen und Mäzene bei der Gestaltung der Universität zwischen 1914 und 1933 und ja, mit der abgrundtiefen Zäsur und Schuldgeschichte während der Zeit der Verfolgung, Vertreibung und des Völkermords. Damit ist eine besondere Verantwortung verbunden an der Erforschung, Erinnerung, Vergegenwärtigung jüdischer Geschichte und Kultur in dieser Stadt mitzuwirken. Neben vielen Aktivitäten zu diesen Themen sind es vor allem zwei Projekte, die an dem neuen Institut eine hervorgehobene Rolle spielen. Das Synagogendenkbuch Hessen wurde erwähnt und dazu wird meine Kollegin Ruhe Schneider-Ludow gleich noch etwas sagen. Ich kann mich darauf beschränken, eines zu erwähnen, das auch mit Frankfurt zu tun hat und das in diesem Jahr seine Aktivität aufgenommen hat, das Projekt Buber-Korrespondenzen digital, das dialogische Prinzip in Martin Bubers Gelehrten- und intellektuellen Netzwerken im 20. Jahrhundert. Das sage und schreibe von 2021 bis 2044 in Zusammenarbeit mit der Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz, aber auch mit der Nationalbibliothek in Jerusalem zusammenarbeiten wird und 40.000 Briefe von und an Martin Buber digitalisieren, zugänglich machen, interpretieren wird. Auch wenn die Netzwerke Bubers weit über Heppenheim und Frankfurt hinausreichten, in Deutschland, in Europa, nach Palästina, nach Nordamerika, stehen natürlich seine Jahrzehnte des Lebens und Wirkens an der Frankfurter Universität und am Freien Jüdischen Lehrhaus, seine Teilhabe an der jüdischen Renaissance in der Stadt, aber auch sein Beitrag zum intellektuellen wie spirituellen Widerstand gegen die nationalsozialistische Ideologie und Verfolgung mit im Zentrum der Forschungsarbeit des Projekts. Und da ist es ein Glücksfall, dass das neue Institut heute zum ersten Mal genau mit dieser Konferenz an die Öffentlichkeit treten kann. Die Themen der Konferenz und die Vorträge werden für sich sprechen, sodass ich hier keine wirkliche inhaltliche Einführung zu geben brauche. Und Miriam Wenzel hat schon einen wunderbaren Überblick am Anfang gegeben. Es ist viel bereits zur jüdischen Geschichte und Kultur in Frankfurt geforscht worden, zur frühen Neuzeit, vor allem auch zur Zeit der Nachkriegsgeschichte. Und gleichwohl schien es uns bedeutsam, unterschiedliche Stimmen, unterschiedliche disziplinäre Perspektiven zusammenzubringen, um die ganze Vielfalt der Geschichte vom späten 18. bis zum frühen 20. Jahrhundert und auch manche Leerstellen neu in den Blick zu nehmen. Unterschiedliche Facetten der ambivalenten Emanzipationsgeschichte, kulturgeschichtliche Aspekte wie Kunst, Architektur, Kunsthandwerk, jüdische Gelehrsamkeit, Wissenschaft des Judentums, die einander vielfach widerstreitenden religiösen Strömungen, die Rolle der Frankfurter Schule, die Geschichte vor allem von Zugehörigkeit und Exklusion mit Blick auf die Frankfurter Bürgergesellschaft, Themen der Sozialgeschichte, der Frauen- und Geschlechtergeschichte und nicht zuletzt übergreifende aktuelle Fragen nach der Bedeutung der jüdischen Geistes- und Kulturgeschichte Frankfurts für die gegenwärtige Forschung über und Vermittlung von jüdischer Geschichte, jüdischem Denken, jüdischem Leben in gegenwärtigen Kontexten. Und das wird, so hoffen und planen wir, nur der Anfang sein, gefolgt im kommenden Jahr von einer Konferenz zum jüdischen Frankfurt, so hoffen wir,
in der Zeit der NS-Zeit und nach 1945. Gedankt hat Miriam Wenzel schon, aber Gedanken kann man nicht häufig genug. Und so möchte ich zunächst einmal vor allem ihr selbst danken, ganz herzlich ihrem ganzen Team im Jüdischen Museum, insbesondere auch Werner Hanak, der hoffentlich von der Schweiz aus am Bildschirm verfolgt, was er mit vorbereitet hat. Dann es ist ja nicht so ganz einfach gewesen, unter den Bedingungen der Pandemie so etwas zu planen. Und ich bin ungeheuer froh, dass wir jetzt wirklich in Präsenz zusammen sind und gemeinsam tagen und diskutieren können. Herzlicher Dank gilt auch meinen Kolleginnen und Kollegen im Projekt Synagogengedenkbuch Hessen, Doron Kiesel, Guri Schneider-Ludorf, Dr. Stefan Vogt als Koordinator, letzterem für die minutiöse Kernarbeit in Kommunikation und Organisation im Vorfeld. Wir hoffen alle, dass das lange geplante Projekt in 2022 wirklich beginnen kann. Danken möchte ich Bella Zvirashvili für ihre hervorragende Arbeit bei der Vorbereitung und Gestaltung des Ablaufs der Konferenz, Oksana Pohatschka, sodann Herrn Lieverts und seinem Team für die technische Gestaltung und nicht zuletzt für die großzügige finanzielle Unterstützung der Konferenz ist vielen Institutionen zu danken. Neben dem Jüdischen Museum selbst, dem Zentralrat der Juden in Deutschland, dem Projekt Religiöse Positionierung an der Goethe-Universität, vor allem auch dem Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst, der Georg- und Franziska-Speyerschen Hochschulstiftung und nicht zuletzt der Stiftung Polytechnische Gesellschaft, dessen Vorstandsvorsitzender Professor Kellbrand heute auch unter uns ist. Und nicht zuletzt danke ich und freue mich über Sie alle und euch, die Referentinnen und Referenten der Konferenz. Es ist, glaube ich, wieder eine neue, besondere Erfahrung, die wir auch neu zu schätzen gelernt haben, nämlich von Angesicht zu Angesicht miteinander zu sprechen und nachzudenken. Und das erhoffe ich mir für die nächsten 2-3 Tage. Vielen Dank. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, diese Konferenz ist ein Teil des Projektes Synagogengedenkbuch Hessen, das die Geschichte der hessischen jüdischen Gemeinden und ihrer Synagogen erforschen und dokumentieren wird. Ein Projekt, durch das Hessen-Projekt jetzt weitergeführt wird, ist jenes Projekt, für das ich heute stehen darf, hier stehen darf und in das wir als ein ganzes interdisziplinäres Team von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen in Bayern über mehrere Jahre involviert waren. Zuerst an der Theologischen Fakultät in Erlangen und dann an meinem Lehrstuhl für Kirchengeschichte an der Augustaner Hochschule in Neuendettelsau, das ist bei Nürnberg. Rechtzeitig zum Festjahr 2021, 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, ist nämlich nach 19 Jahren das Projekt Synagogengedenkbank Bayern zum Abschluss gekommen. 4 Bände in 5 Büchern mit insgesamt 3000 Seiten stellen erstmals die jüdische Geschichte der bayerischen Gemeinden und Städte umfassend in Text und Bild dar. Es ist die Geschichte von über 200 ehemaligen jüdischen Gemeinden in Bayern, die um 1930 in ihren Synagogen Gottesdienste feierten. Gemäß der Perspektive, die sich auch im Namen dieses Projektes niedergeschlagen hat, nämlich mehr als Steine, kommen nicht nur die Gemeindestrukturen oder die Synagogen, die Ritualbäder, Schulen und Friedhöfe zur Sprache, sondern auch die Menschen, die in den Gemeinden gelebt und sie mitgestaltet haben. So beschreiben die Artikel die jüdischen Gemeindestrukturen, erzählen von Rabbinern, jüdischen Lehrern und Vorsängern, geben Einblick in das religiöse Leben der jüdischen Frauen, Männer und Kinder, aber auch in das Zusammenleben von Nichtjuden und Juden auf dem Land und in den Städten. Und dabei kommt eben, wie es eben auch erwähnt wurde, das nachbarschaftliche und freundschaftliche Miteinander ebenso in den Blick wie auch leider die vielfältigen Formen der Ausgrenzung, der Anfeindung, des Judenhasses, die vom Mittelalter an über die Jahrhunderte bis zur Shoah
an den meisten Orten offen oder unterschwellig vorhanden waren. An den ausführlich beschriebenen Synagogenkonnen kritisiert sich einerseits die Gemeindegeschichte, andererseits zeichnet sich an ihrem Schicksal der Umgang mit jüdischer Geschichte und Kultur in Vergangenheit und Gegenwart ab. Die Synagogen-Gedenkbände Bayern sehen die verschiedenen Aspekte jüdischen Lebens und Leidens als Teil einer gemeinsamen bayerischen Geschichte an. Seit dem Beginn der Arbeit der bayerischen Bände vor nunmehr 19 Jahren haben überregional und regional stattgefundene gesellschaftliche Prozesse den Umgang mit der jüdischen Geschichte und ihren Bauwerken grundlegend verändert. Und auch hier sehe ich einen wichtigen Aspekt dieser Bände und der wissenschaftlichen Aufarbeitung dieser Geschichte vor Ort. Dieser Wandel spiegelt sich beispielsweise in einer erweiterten Auffassung des Denkmalsbegriffs in Bezug auf das jüdische Kulturerbe, aber auch in einer neu definierten Gedenkkultur, die für kommende Generationen neue Formen des Gedenkens und der Erinnerung bereithalten will. Initiator des Projektes Synagogengedenkband Bayern war der 1926 in Nürnberg geborene israelische Hydrobiologe Professor Meir Schwarz vom Synagogue Memorial in Jerusalem. Sein Anliegen, die 1938 zerstörten jüdischen Gotteshäuser der vom Nationalsozialismus verordneten Vergessenheit zu entreißen, wurde dank seiner Initiative übergreifend in verschiedenen Bundesländern durch Dokumentationen zu den ehemaligen Synagogen beantwortet oder tatsächlich auch durchgeführt. In Nordrhein-Westfalen haben wir solche Projekte gehabt, in Rheinland-Pfalz, in Baden-Württemberg und jetzt auch in Hessen. In unserem Projekt in Bayern konnten wir auch zeigen, dass die Ereignisse in den bayerischen Städten und Dörfern zeitlich unterschiedlich abliefen, dass nämlich Synagogen und jüdische Einrichtungen nicht nur in einer einzigen Nacht und auch nicht ausschließlich im November 1938 der Zerstörungswut der Nationalsozialisten und ihrer Sympathisanten zum Opfer gefallen sind. Sogar auch noch nach der Shoah erfolgte ihre Zweckentfremdung, Umformung und auch ihr Abriss. In die Dokumentation einbezogen ist auch die Zeit nach der Shoah, die kurzfristige Entstehung von DP-Gemeinschaften und die zaghaften Versuche der Überlebenden, jüdisches Leben in Deutschland wieder aufzubauen. Ein interdisziplinäres, zusammengesetztes Team von Autorinnen und Autoren aus den Bereichen der Theologie, der Geschichte, der Kunstgeschichte, der Architekturgeschichte, der Denkmalpflege und Pädagogik haben diese Bände bearbeitet. Auf Basis von Archivalien, Planmaterial, historischen Fotografien und als Hauptquellen erwiesen sich das also die Staatsarchive Würzburg, Nürnberg und eben auch in Jerusalem die Central Archives als Grundlage. Ja, das zum größten Teil unpublizierte Archivmaterial bildet die Grundlage für die Darstellung der Gemeindegeschichte und zerstörte Synagogen, Ritualbäder und jüdische Schulen konnten anhand von neu gefundenen Bauplänen rekonstruiert und veranschaulicht werden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ein großes und gewichtiges Projekt ist in diesem Jahr erfolgreich zu Ende gegangen. Wir freuen uns darüber und auch über die Resonanz, die es in Bayern hervorgerufen hat. Im November sind noch weitere Veranstaltungen in Würzburg und auch in Schweinfurt geplant. Und auch das Hessen-Projekt ist ja auf einem guten Weg. Wir hoffen, im kommenden Jahr alle dafür vorgesehenen Stellen besetzen zu können und freuen uns, dieses große und gewichtige Projekt hier in Hessen zu dritt und mit vielen weiteren Kooperationspartnern in den nächsten Jahren zügig voranzubringen. Es soll ja nicht noch mal 19 Jahre dauern. Ja, und schon jetzt sei ein herzlicher Dank an alle, die ihre Unterstützung zugesagt und auch schon sichtbar gemacht haben. Ich danke Ihnen herzlich. Meine Damen und Herren, Sie können sich vorstellen, dass wenn die bayerische Landesregierung und die bayerischen Kirchen entscheiden, ein solches Projekt durchzuführen,
dass ich als Frankfurter und Hesse sehr nervös reagiere. Warum die Bayern, warum nicht wir? Ich bin sehr froh, dass sozusagen dieses Modell, was großartig gelungen ist in Bayern, nunmehr zwar nicht plagiatiert wird, keine Angst, Gori, aber dennoch den Weg nach Hessen gefunden hat. Ich möchte ganz gerne zu all dem, was wir gehört haben, noch eine Dimension hinzufügen, die mich sehr beschäftigt als Vertreter und Mitarbeiter des Zentralrats der Juden. Es gibt ein Faktum, was uns immer schon beschäftigt hat und hier auch beschäftigen wird. Das deutsche Judentum, wie wir es kannten und wie es hier Thema sein wird, gibt es nicht mehr. Das ist hier mehrfach erklärt worden. Aber es gibt eine soziologische Realität, es gibt ein anderes Judentum hier. Und das hier im Wesentlichen nach 89 eingewanderte Judentum weiß über diese Zeit relativ wenig. Das ist vorsichtig ausgedrückt. Und es stellt sich natürlich sozusagen für mich als Bildungswissenschaftler, Erziehungswissenschaftler, der diese Aufgabe im pädagogischen Bereich übernommen hat, die Aufgabe, wie kann ich dieses Wissen, dieses philosophische, kulturelle Engagement von Juden hier in Deutschland als Teil einer jüdischen Geschichte so vermitteln, dass auch Menschen, deren Wurzeln überhaupt nicht in Deutschland liegen, dennoch anschlussfähig sind an dieses Wissen, an diese Erfahrung, an diese Perspektive, an diese sehr aufregende Geschichte. Das ist sehr schwierig. Hier kommen interkulturelle Dimensionen zum Tragen. Hier kommen die Fragen, die natürlich auch eine Rolle spielen. Ist denn das sowjetisch-jüdische Erbe hier genügend heute gewissermaßen als Teil des neuen Judentums in Deutschland? Wird das genügend gewürdigt, wahrgenommen, anerkannt? Das heißt, hier kommen Aspekte zusammen, die deutlich machen, dass es tatsächlich eine Aufgabe ist und eine schwierige Aufgabe ist, diese Geschichte auch innerhalb der jüdischen Community, innerhalb der jüdischen Gemeinschaft zu vermitteln. Glauben Sie mir, das ist nicht einfach, weil es nicht selbstverständlich ist. Die Dokumente, die Geschichten, die Musik, die kulturellen Zeugnisse sind zum Teil, zum großen Teil verschwunden und sie werden wieder aufgedeckt. Sie werden wieder präsentiert, es werden wieder Synagogen gebaut. Herr Schuster ist heute nicht bei uns, weil in Regensburg ein solcher Prozess in Gang gekommen ist. Es gibt viele neue Gemeindezentren. Aber die Frage ist tatsächlich, dieses Wiederherstellen bekommt erst dann eine Bedeutung, wenn es gelingt, auch Anknüpfungspunkte herzustellen. Und das ist schwierig. Und an der Stelle bedarf es tatsächlich einer Anstrengung, einer gemeinsamen Anstrengung, die etwas zu tun hat mit der Verpflichtung der deutschen Gesellschaft, zurückzuschauen und zu verstehen, was ist eigentlich hier alles zerstört worden. Und es ist auf der anderen Seite unsere Aufgabe nochmal, das plurale, vielfältige jüdische Leben, das heute in Deutschland entsteht, nochmal in seinen unterschiedlichen Vorgeschichten und Erfahrungen zu präsentieren und zu dokumentieren. Das Projekt, was wir hier angehen, ist ein Projekt, das nicht nur Wissenschaftler untereinander hier austauschen, um dann den Oberbürgermeistern vor Ort oder den entsprechenden Vertretern der Städte oder den Gemeinden ein Buch auszuhändigen. Es ist tatsächlich eine pädagogische Herausforderung, die damit zu tun hat, und das hat Frau Schneider-Ludow schon deutlich gemacht, wir wollen in die Herzen und in die Wahrnehmung derjenigen Menschen, die in dieser Zeit nicht gelebt haben, aber heute leben und heute sich sozusagen mit einer Erinnerungskultur auseinandersetzen möchten, wollen oder dazu auch zum Teil gezwungen werden, die etwas zu tun haben mit Erinnerung, das heißt mit Wahrnehmung, mit Spurensuche und mit Erzählungen und Geschichten. Wenn Sie sich so ein Buch, das nunmehr vorliegt, es liegen mehrere Bände vor, des Bayerischen Projekts, dann wundern Sie sich, wie vielfältig und großartig tatsächlich jüdisches Leben hier in Deutschland war, aussah und vielleicht, wenn es in Ansätzen gelingen wird,
so etwas aufzubauen, was Herr Becker uns vorhin in Aussicht gestellt hat, ein Zentrum jüdischen Lebens in Deutschland und Europa hier wiederherzustellen. Wenn wir dazu beitragen können, mit diesem Projekt, mit Ihrer Hilfe, mit Ihrer kritischen Beobachtung und Unterstützung, dann können wir, glaube ich, ganz schön froh und stolz sein. Wir brauchen Sie, wir brauchen uns. Wir haben angefangen, wir hoffen, in 5 Jahren, so ist das nun mir vorgesehen, Ihnen etwas vorlegen zu können, was Sie dann, wo immer Sie auch sind, in Ihrem Kontext auch nutzen und damit unsere Arbeit auch würdigen können. Vielen Dank. Wenn Juden oder Nichtjuden von dem jüdischen Frankfurt heute reden, und dieser Begriff ist allenthalben einer, der immer wieder gewissermaßen auftaucht, zuletzt mit dem Bau der Jüdischen Akademie, dann gibt es eine Person, und ich beziehe mich damit ein, eine Person, die immer wieder sofort in Erscheinung tritt, weil sie fast alle kennen. Das ist der Vorsitzende unseres Vorstandes der Jüdischen Gemeinde hier in Frankfurt, Professor Dr. Salomon Korn. Ich kann, und das sage ich als eine persönliche Mitteilung, ich kann Ihnen ein Frankfurt ohne Salomon Korn, ehrlich gesagt, ein jüdisches Frankfurt, nicht vorstellen. Genauso wenig übrigens, wie ich mir ein nicht-jüdisches Frankfurt ohne Herrn Becker auch nicht mehr vorstellen kann. Also Sie sehen, ich habe Vorstellungsprobleme. Aber ich habe Gott sei Dank Herrn Korn und Herrn Becker vor mir. Herr Korn ist seit 1999, also Sie können sich das selber ausrechnen, ist er Vorsitzender des Vorstands der Jüdischen Gemeinde in Frankfurt. Er war von 2003 bis 2015 Vorsitzender des Zentralarchivs zur Erforschung der Geschichte der Juden in Deutschland. Und er war von 2003 bis 2014 Vizepräsident des Zentralrats der Juden in Deutschland. Also ein bisschen habe ich dich noch mitbekommen, Salek. Ich möchte zu den zahlreichen Engagements, zu den zahlreichen Anerkennungen, Würdigungen nur eines vielleicht ergänzen. Er ist seit Oktober 2006 Ehrensenator der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg und ist im Jahre 2009 Empfänger des Hessischen Kulturpreises gewesen und 2017 hat er die Medaille, die Wilhelm-Leuschner-Medaille des Landes Hessen für die Würdigung seiner Arbeit erhalten. Salek, du bist heute Abend zu uns gekommen und trägst die Würde dieses Themas und all dessen, was ich gerade hier gesagt habe. Deswegen ist es kein Zufall, dass wir dich gebeten haben, einen Vortrag zu halten über die Frankfurter jüdische Gemeinde im 19. und 20. Jahrhundert. Wir sind gespannt und aufgeregt, was du uns zu sagen hast. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Doron, für die lieben Worte, die du gefunden hast. Ich will jetzt nicht den bescheidenen mimen, es hat mir gefallen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Titel meines heutigen Vortrages lautet Die Frankfurter jüdische Gemeinde im 19. und frühen 20. Jahrhundert. An kaum einem anderen Ort lassen sich die Mühen, Erfolge und Rückschläge des jüdischen Emanzipationsprozesses im 19. Jahrhundert so anschaulich studieren, wie am Beispiel der Stadt Frankfurt am Main und ihrer jüdischen Bevölkerungsminderheit. Nirgendwo sonst in Europa lebten die Juden unter so verheerenden und demütigen Lebensverhältnissen wie in der Judengasse, dem seinerzeit
größten jüdischen Ghetto. Nirgendwo sonst in Deutschland war der Weg zur rechtlichen Gleichstellung so lang und steinig wie in der freien Reichsstadt Frankfurt am Main. Wie gelingt Selbstermächtigung? Wie gelingt es einer jahrhundertelang unterdrückten religiösen Minderheit, die Schmach der Knechtschaft und Demütigung zu überwinden? Auf beide Fragen gibt das Frankfurter Beispiel Antworten. Es erzählt von dem Heraustreten aus dem Ghetto, vom langen zähen Kampf um Bürgerrechte und führt zugleich das jähe Ende der erkämpften Errungenschaften und das Scheitern des Integrationsprozesses vor Augen. 1933 formulierte der frisch ernannte nationalsozialistisch Frankfurter Oberbürgermeister Friedrich Krebs in einem seiner ersten offiziellen Schreiben seine Kampfansage in Richtung der jüdischen Bevölkerung. Hinsichtlich seiner kommunalpolitischen Vision führte das neue Stadtoberhaupt aus, ich zitiere, dass aus der Stadt der Frankfurter Zeitung und Meyer-Amschel-Rothschilds wieder eine deutsche Stadt und die Stadt Goethes werden soll. Zitat Ende. Damit war der von den Antisemiten erdachte Gegensatz zwischen allem angeblich Deutschen und dem Judentum staatlich sanktioniert. Der vermeintlich undeutsche jüdische Geist, der mit dem Ende der Judengasse 1786 aus der Flasche entwichen war, hatte lange genug in Frankfurt sein angebliches Unwesen getrieben. Er sollte von nun an zurückgedrängt werden in seinen gläsernen Kerker. Ja, dies seit dem Mittelalter in Frankfurt existierende Judengasse, dieser städtische Mikrokosmos innerhalb Frankfurts, war ein Kerker, eine abgeschirmte Welt, die Jahrhunderte überlebt und sich alle Eingeschlossenheit zum Trotz weit über Frankfurt hinaus den Ruf eines anerkannten Zentrums des aschkenasischen Judentums und jüdischer Gelehrtheit erworben hatte. Angezogen von der hervorragenden geografischen Lage Frankfurts hatte sich zudem eine dem wohlhabenden christlichen Patriziat vergleichbare Unternehmerschicht herausgebildet. Familien wie die Oppenheimers, Erlangers, Königswarters und später die Rothschilds schufen die Grundlage für den Aufstieg des jüdischen Wirtschaftsbürgertums im 19. Jahrhundert. Die Judenstädtigkeit, die endlose Liste der gesetzlichen Drangsalierungen und Gängelungen regelte seit dem Mittelalter das Leben und Arbeiten in der Judengasse. Die Städtigkeit machte die Juden zu rechtlosen Untertanen der Christen. Die Demütigung war allumfassend, so war jeder Jude gezwungen, auch minderjährigen christlichen Juden gegenüber den Hut zu ziehen, wenn ein Junge ihm zurief, Jud, mach Mores! Von Vorgaben zum Verhalten an Marktständen bis hin zu Vorschriften hinsichtlich der Kleidung blieb in der Städtigkeit kein Lebensbereich unberücksichtigt. Die Existenz der Gemeinde, der Schutz vor Gewalt und Vertreibung, hing von der strikten Befolgung der kaiserlichen Dekrete ab. Vor allem aber auch von der Zahlungsfähigkeit der Juden. Schließlich war das zentrale Motiv der Frankfurter Judenstädtigkeit wie aller anderen irgendwann irgendwo ersonnenen judenfeindlichen Gesetze immer auch staatliche und private Geldschatullen der christlichen Mehrheitsgesellschaft zu füllen. Wie die Gemeinden in anderen Städten mussten die Frankfurter Juden für ihr Wohnrecht eine Vielzahl von Steuern und Gebühren entrichten. Im Falle Frankfurts war dies bis weit ins 19. Jahrhundert hinein 34 verschiedene Abgaben. Keine andere Bevölkerungsgruppe wurde so hoch besteuert. Die jüdischen Gemeindevorsteher versuchten in zähen Verhandlungen mit den Reichsbehörden oder der judenfeindlichen, unnachgiebigen Frankfurter Stadtregierung, dem sogenannten Rat, wenigstens kleine, ja kleinste Verbesserungen zu erwirken, um das Leben in dem seit Ende des 16. Jahrhunderts völlig überfüllten Ghettos zu
zu erleichtern. Nicht alle diese Versuche waren erfolgreich. Die Beharrungskräfte der christlichen Obrigkeit und die in der Bevölkerung vorherrschende Überzeugung, die sklavenartige Behandlung der Juden sei richtig, zementierte jedoch die Zustände. Auch der kräftig von Frankreich aus herüberwehende Wind der französischen Revolution änderte daran zunächst nichts. Wie in zahlreichen Kleinstaaten und Fürstentümern im zergliederten Alten Reich hofften auch die Frankfurter Ratsmitglieder den als zersetzend empfundenen Geist der Freiheit durch das Festhalten an den bestehenden Zuständen abwehren zu können. Der Status der Judengasse, so die Haltung von Rat und christlicher Bevölkerung, sollte unangetastet bleiben. Ablehnung, Konkurrenzneid und blanker Hass prägten den Blick auf die rechtlose, im Ghetto eingepferchte jüdische Minderheit. Eine Haltung, die zur damaligen Zeit als untadelig und völlig selbstverständlich galt. Die christliche Stadtgesellschaft war abgestoßen von den Zuständen im Ghetto und übertrug dieses Empfinden auf die dort lebenden Menschen. Zwangsläufig waren die Bewohner der Judengasse schwer gezeichnet von den unmenschlichen, den Restriktionen geschuldeten Lebensbedingungen. Der schlechte bauliche Zustand des Ghettos, die furchtbaren hygienischen Gegebenheiten und das verwahrloste Aussehen der ärmeren Bevölkerung machten die Sonderstellung der Juden schon rein äußerlich sichtbar. Auch die trotz aller Einschränkungen bestehenden wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Judengasse und dem Rest der Stadt änderte nichts an der Abgrenzung gegenüber den Juden. Die Hoffnungslosigkeit in der Judengasse hatte Ende des 18. Jahrhunderts einen Punkt erreicht, an dem nach Meinung des Historikers Paul Arnsberg nur eine äußere Einwirkung eine Verbesserung herbeiführen konnte, Zitat, ohne die Zerstörung der Judengasse im Jahre 1796 durch die Franzosen hätte sich in den kommenden 10 Jahren bis 1806 an dem Status der Judengasse und der darin lebenden Juden nichts geändert. Zitat Ende. Der große Brand, den der Beschuss durch die französischen Truppen auslöste, sorgte zunächst allerdings nur räumlich für eine Befreiung. Frankfurt war beileibe nicht Frankreich, wo durch die Zäsur der Revolution die Gleichstellung der Juden erreicht worden war. Allein die Vorstellung, dass die befreite Bevölkerung der Judengasse nunmehr zu Bürgerinnen und Bürger Frankfurts aufsteigen könnte, war abwegig. Im Gegenteil, die Reglementierung der Städtigkeit dauerten bis 1806 fort und wurden alljährlich in der Synagoge verlesen. Und doch war jetzt immer stärker spürbar, dass die gesetzlichen Diskriminierungen unzeitgemäß wirkten. Die Wirklichkeit entfernte sich von den überkommenen Strukturen. So sehr die Frankfurter Juden über Generationen hinweg unter den unmenschlichen Zuständen des Ghettos gelitten hatten, so schwierig war es für sie, mit dem Umbruch umzugehen. Das hartnäckige Ringen führender Gemeindemitglieder mit den kaiserlichen Behörden und dem Rat der Stadt um Erleichterungen hatte die Gegensätze innerhalb der Gemeinde überdeckt. Der Fall der Ghettomauern offenbarte die tiefen Gräben, welche durch die Denkanstöße aus Frankreich aufgeworfen worden waren. Aus Sicht der strenggläubigen Juden hatte die Abgeschlossenheit der Judengasse die traditionelle, altreligiöse Religionsausübung vor den schädlichen Einflüssen der Aufklärung geschützt. Viel Unterstützung erhielten jetzt die sogenannten Neuen, die Reformer. Sie ließen keinen Zweifel an ihrer religiösen Gesetzestreue, traten aber dafür ein, sich den Werten der europäischen Kultur gegenüber zu öffnen und endlich säkularem Wissen mehr Wertschätzung entgegenzubringen. Dieser Funke, die Orientierung an der aufgeklärten Haltung eines Moses Mendelssohn, die Einsicht an die Bedeutung weltlicher Bildung für das Erringen der staatsbürgerlichen Gleichstellung, markiert den Durchbruch. Unter den Frankfurter Juden setzte um die Jahrhundertwende ein Stimmungswandel ein,
der überaus treffend im Namen einer von Juden gegründeten Freimaurerloge aufgegriffen wurde, Loge zur aufgehenden Morgenröte. Schon die Gründung einiger solcher Gesprächszirkel versinnbildlichte das energische Heraustreten der Frankfurter Juden aus den als überkommen erachteten Strukturen. Einen weiterhin sichtbaren, besonders schönen Ausdruck hatte das neue Denken kurz zuvor in einer Institution gefunden, die bis heute an die Väter und Mütter der jüdischen Emanzipation erinnert, das Philanthropien. Finanziell unterstützt von Meyer Amschel Rothschild war es vor allem Sigmund Geisenheimer, der die Schulgründung aus tiefer Überzeugung in die Bedeutung einer breiten weltlichen Bildung vorantrieb. Dem als Prokurist im Bankhaus Rothschild tätigen Geisenheimer war die Unterstützung bedürftiger jüdischer Kinder ein Herzensanliegen. Der Nachwuchs wohlhabender jüdischer Familien wurde vielfach von Hauslehrern erzogen. Die neuen liberalen Erziehungsideale sollten jedoch gerade auch begabten Kindern aus armen Familien helfen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen und sich die Anerkennung der christlichen Mehrheitsgesellschaft zu sichern. Was folgte, war eine Erfolgsgeschichte, an der neben Sigmund Geisenheimer als Gründer und ersten Leiter des Philanthropiens auch berühmte Reformer und legendäre Lehrer wie Michael Hess und der Katholik Josef Franz Molitor großen Anteil hatten. Erziehung zur Humanität und die Vermittlung weltlichen Wissens waren die erklärten Bildungsziele der neuen Schule, die in herausragender Weise umgesetzt wurden. Der hervorragende Unterricht trug maßgeblich zum Wandel des von den Christen in Stein gemeißelten Bildes vom Rückständigen in seiner Religionsausübung gefangenen Ghettojuden bei. Das Philanthropien entwickelte sich zu einer Art Vorbildschule in Frankfurt. Die Schülerzahl stieg stetig an. Ab 1810 waren auch Mädchen zugelassen und nur ein Jahr später besuchten erstmals christliche Kinder die Schule. Mit der Entwicklung des Philanthropiens zu einem Lehrinstitut mit europaweitem Ansehen vollzogen sich innerhalb der jüdischen Gemeinde tiefgreifende Veränderungen. Die Reformideen und die schleichende Abwendung vom traditionellen Judentum, wie es bis zum Untergang der Judengasse gelebt worden war, setzten im frühen 19. Jahrhundert innerhalb der jüdischen Gemeinde Frankfurts eine Aufbruchsstimmung in Gang. Die neuen Bildungsideale, das Streben nach Integration in die Mehrheitsgesellschaft und die politischen Signale aus Frankreich weckten Hoffnung auf eine greifbar nahe bürgerliche Gleichstellung. Mit Enttäuschung und Zorn reagierten die Frankfurter Juden deshalb auf die zögerliche und letztlich erneut judenfeindliche Politik unter Fürstprimas Karl von Dalberg. Frankfurt war nunmehr Residenzstadt von Frankreichs Gnaden, doch der napoleonische Einfluss brachte der Gemeinde kaum Verbesserungen. Die Juden sollten sich einer Gleichstellung erst würdig erweisen, so der Tenor der Stadtregierung, der von den judenfeindlichen Stadtbehörden und der antijüdisch gesonnenen christlichen Bevölkerung nachdrücklich unterstützt wurde. Dass 1807 sogar eine neue Stättigkeit erlassen und erneut Schutzgelder erhoben wurden, erschien als niederschmetternde Demütigung. Der desillusionierte Ludwig Börne sprach seinen Glaubensgenossen denn auch aus dem Herzen, indem er die neue Verordnung als einen Roman der Bosheit bezeichnete. Erst mit der Erhebung Frankfurts zum Großherzogtum durch Napoleon im Jahre 1810 waren echte Verbesserungen der Juden absehbar. Wie so oft in der jüdischen Geschichte war es auf Seiten der Regierenden nicht die Überzeugung, dass die Juden ein Anrecht auf Menschenrechte und Menschenwürde hätten, sondern große Summen Geldes, die Zugeständnisse bewirkten. Um den geforderten Betrag von 440.000 Gulden aufbringen zu können, musste die Gemeinde Anleihen aufnehmen, für die sie noch bis 1863 Zinsen abbezahlte. 645 Juden gelang damals der Eintrag in das sogenannte Bürgerbuch für Juden, darunter auch die Familie von Ludwig Börne.
Der 18-Jährige trat 1811 seine Stelle als Frankfurter Stadtbeamter an, damals noch unter seinem jüdischen Namen Judah Löw Baruch. Das stattliche Vermögen war für eine Vereinbarung gezahlt worden, die schon 1815 nach dem Abzug der Franzosen wieder aufgekündigt wurde. Zu tief saß der Judenhass. Auch die teilweise durchaus liberal eingestellten Verhandlungsteilnehmer auf dem Wiener Kongress traten letztlich nicht für die Juden ein. Frankfurt erhielt den Status einer freien Reichsstadt und die christlichen Konfessionen bekamen Rechtsgleichheit zuerkannt. Für die rund 3000 in Frankfurt lebenden Juden hingegen waren die Beschlüsse in Sachen Gleichstellung eine Herabwürdigung, die nach dem kurzen Freiheitslichtstrahl als besonders schmerzlich empfunden wurde. Auch Ludwig Börne sah sich gezwungen, sein Dienstverhältnis zur Stadt zu quittieren. Die nach den siegreichen Befreiungskriegen anschwellende nationale Begeisterung in den deutschen Territorien, der quer durch alle politischen Richtungen und sozialen Schichten erschallende Ruf nach nationaler Einigung, erschwerte die Situation für das Anliegen der jüdischen Gemeinschaft. Bis hinein in das liberale Lager fanden sich in Gedichten, Flugblättern und Artikeln judenfeindliche Äußerungen schlimmster Art. Die Folge waren Tumult und Pogrome in mehreren deutschen Städten, auch in Frankfurt. Es war vor allem das Wohnrecht der Juden, das die christliche Bevölkerung immer wieder auf die Barrikaden trieb. Auch Jahrzehnte nach dem Ende der Judengasse erregten die ersten Umzüge von Juden in die christlichen Viertel Frankfurts Argwohn und Ablehnung. 1824 fiel die Hürde des restriktiven Wohnrechts. Die Dauer der Auseinandersetzung hatte jedoch zur Folge, dass rund um die ehemalige Judengasse erneut ein Judenviertel entstanden war. Es kam zu weiteren privatrechtlichen Zugeständnissen und auch die Anerkennung als sogenannte israelitische Bürger. Es war ein Fortschritt, aber die Beschränkungen blieben gleichwohl einschneidend. Eine freie wirtschaftliche Betätigung war untersagt und der Zugang zu Handwerkberufen blieb stark eingeschränkt. In den Jahrzehnten bis zur vollen bürgerlichen Gleichstellung 1864, das wurde bereits erwähnt, gewährte der Frankfurter Senat widerwillig einzelne Teilrechte. Vorherrschend blieben eine judenfeindliche Grundhaltung und Überzeugung, die Juden seien eine Gefahr für die Frankfurter Wirtschaft. Der aus jüdischer Sicht enttäuschende Verlauf der bürgerlichen Revolution von 1848-49 und die Rücknahme erst wenige Monate zuvor gewährter Rechte verstärkten die Resignation in den Reihen politisch engagierter jüdischer Reformer. Die Bastion der restaurativen Kräfte innerhalb der Frankfurter Stadtregierung schien uneinnehmbar. Parallel zu dem harten Ringen um die vollständige rechtliche Gleichstellung entwickelte sich Frankfurt von der ehrwürdigen Reichsstadt zu einer modernen Großstadt und erlebte bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs eine im Deutschen Reich beispiellose Blütezeit. Die einstige freie Stadtrepublik meisterte die Herabstufung zur preußischen Provinzstadt nach dem Deutschen Krieg 1866 erstaunlich gut. Frankfurt war Messestadt, europäischer Verkehrsknotenpunkt, die Stadt der Königswahl und der Kaiserkrönung. Vor allem aber war sie eine bürgerlich geprägte Stadt. Der rasante Aufstieg Frankfurts wirkte sich nachhaltig auf die Situation der in Frankfurt lebenden Juden aus. Trotz fortdauernder Beschränkungen wurden Juden Teil des Frankfurter Wirtschaftslebens. Der Wandel der Stadt vom Warenumschlagplatz zum Großhandels- und Bankenzentrum schritt in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts unaufhaltsam voran und beförderte die Betätigungsmöglichkeiten für Juden, ein Fortschritt, der zu Lasten der Religionsausübung ging. Christliche Gebräuche und Alltagsstrukturen beeinflussten zunehmend die überlieferten jüdischen Traditionen, was weitreichende Auswirkungen auf den inneren Zusammenhalt der Gemeinde hatte. Die Kluft zwischen den Anhängern der Orthodoxie und der wachsenden Mehrheit der aufgeklärten, reformerischen Kräfte vergrößerte sich.
Die Auseinandersetzung über liturgische Fragen, die Gestaltung der Synagogen oder schulische Angelegenheiten nahm an Schärfe zu. Die Auseinandersetzungen innerhalb der Gemeindeführung führten fast zwangsläufig zu einer Abspaltung. 1850, wir haben es bereits gehört, gründete eine Gruppe Orthodoxer die Israelitische Religionsgesellschaft, abgekürzt IRG, die sich der Unterstützung des konservativen Frankfurter Senats sicher sein konnte. Den Frankfurter Stadtvätern waren die Allianzen und personellen Überschneidungen zwischen den jüdischen Reformkräften und dem politischen Liberalismus schon länger ein Dorn im Auge. Auch zahlreiche konservative eingestellte jüdische Bankiersfamilien unterstützten die neue Vereinigung, was ihr zusätzliche Reputation verlieh. Den Status als Gemeinde hatte die IRG, die Israelitische Religionsgesellschaft, dennoch nicht. Juristisch galt sie als privatrechtliche Gesellschaft. Die IRG profitierte vom wirtschaftlichen Aufschwung der Stadt und der Wohlhabenheit der Mehrheit ihrer Mitglieder. Schon 3 Jahre nach der Gründung konnten die Synagogen, das haben wir auch schon gehört, die Synagoge in der Schützenstraße Ecke Rechneigraben und eine neue Schule eröffnet werden. Schritte, die den Drang der IRG zur eigenen Gemeindegründung deutlich machten. Dies gelang 1876 zur eigenen Gemeindegründung. Dies gelang also 1876 auf der Grundlage des staatlichen Austrittsgesetzes. Auch Juden konnten nun die Gemeinde verlassen, ohne ihre Religionszugehörigkeit zu verlieren. Die Israelitische Religionsgesellschaft wuchs, sie blieb jedoch eine kleine Gemeinde, der in den 1870er Jahren nur rund 355 Familien angehörten. Gleichwohl bildeten die Mitglieder ein einflussreiches Netzwerk innerhalb der tonangebenden jüdischen Kreise Frankfurts. Nur etwa 80 Familien wechselten ganz über in die IRG. Zu stark war die Bindung an die traditionelle jüdische Gemeinde. Die Möglichkeit einer doppelten Mitgliedschaft verhinderte eine stärkere Abwanderung der orthodox eingestellten Gläubigen. Weitreichende Zugeständnisse seitens des Gemeindevorstands halfen zusätzlich, die Existenz der Einheitsgemeinde zu bewahren. Zu den Stärken der Frankfurter Einheitsgemeinde wie der jüdischen Gemeinschaft Frankfurts insgesamt zählte der große Zusammenhalt bei der Unterstützung der Armen und Bedürftigen. Die Restriktionen und die Enge, von Enge und Armut geprägten Lebensumstände zu Zeiten der Judengasse erzwangen damals den Aufbau eigener Strukturen der Fürsorge. Not und religiöse Pflicht griffen ineinander. Die Notwendigkeit, die bedürftigen Alten und Kranken zu versorgen, erhielt durch die im Judentum verankerte Pflicht zur Wohltätigkeit der Tzedaka einen besonders hohen Stellenwert. Das gut funktionierende soziale Netz der jüdischen Gemeinde stieß jedoch in Krisenzeiten an seine Grenzen. Ohne kontinuierliches finanzielles Engagement aus privater Hand wäre die soziale und medizinische Fürsorge innerhalb des Ghettos nicht aufrecht zu erhalten gewesen. Private Stiftungen, Schenkungen und Vermächtnisse entlasteten seit dem 18. Jahrhundert die Gemeindekasse. Innerhalb Frankfurts existierte dadurch eine Parallelstruktur im Sozialwesen, neben die seit dem Mittelalter bestehenden christlichen Armenstiftungen traten erste Stiftungen von jüdischen Bürgern wie die der Familie Rothschild. Auf lange Sicht verdankte die Frankfurter Universität, auch das haben wir schon gehört, ihre Entstehung der Überwindung dieser Parallelstruktur und dem starken Ausbau der städtischen Wohlfahrtspflege. Denn nach dem Fall der Ghettomauern und der schrittweisen bürgerlichen Emanzipation der Frankfurter Juden setzte ein regelrechter Gründungsboom in Sachen Stiftungen ein. Zunächst profitierten die schon bestehenden jüdischen Wohlfahrtseinrichtungen vom Aufstieg eines beachtlichen Teils der jüdischen Bürger in die wirtschaftliche Oberschicht Frankfurts. Ob Kliniken, Schulen oder Institutionen der Armenfürsorge, schon bald waren viele von ihnen den entsprechend christlichen Einrichtungen in Umfang und Ausstattung überlegen. Die hohe Spendenbereitschaft der Gemeindemitglieder war dafür nur ein Grund.
Die einstige Enge des Ghettos hatte hohe Anforderungen an Organisation und Effizienz der Einrichtung gestellt. Die damaligen Anstrengungen schufen die Basis, um für künftige Herausforderungen gewappnet zu sein. Letztere traten mit der rechtlichen Gleichstellung bald zutage. Die jüdische Wohltätigkeit hatte in erster Linie bedürftige Glaubensbrüder und Schwestern im Blick. Die Gläubigen waren jedoch verpflichtet, unabhängig vom eigenen religiösen Bekenntnis Hilfe zu leisten. Anders als die öffentlichen Stiftungen, die nur Christen offen gestanden hatten, nahmen sich die jüdischen Fürsorgeeinrichtungen allen Bedürftigen an. Entsprechend groß war der Andrang, den es zu bewältigen galt. Ein für die Wohlfahrtspflege der Stadt entscheidender Schritt, der dem Stiftungswesen eine neue Ausrichtung gab und unter den Frankfurter Juden die Hoffnung auf Gleichstellung nährte, vollzog sich in der Amtszeit des Frankfurter Oberbürgermeisters Johannes Miquel. Miquel setzte in den Jahren zwischen 1880 und 1890 die Zentralisierung der Wohlfahrtseinrichtung durch und beendete deren konfessionelle Trennung. Erstmals war eine Zusammenarbeit von christlichen Bürgermeister und Vertretern der jüdischen Gemeinde möglich. Ein Modernisierungsschub war die Folge. Die traditionelle mildtätige Armen- und Krankenfürsorge wandelte sich zu einer leistungsfähigen kommunalen Sozialpolitik. Für viele der längst assimilierten jüdischen Bürger bedeutete diese Entwicklung eine weitere Befreiung von den Fesseln der antisemitischen Restriktionen. Mehrheitlich liberal, von rational-praktischer Geisteshaltung, hatten zahlreiche Mitglieder dieser Familien schon über Generationen hinweg alles Religiöse hinter sich gelassen. Viele konvertierten zum Christentum, einige heirateten in christliche Familien ein. Sie alle begrüßten die neuen kommunalpolitischen Einflussmöglichkeiten und drangen darauf, Verantwortung zu übernehmen. Endlich war es möglich, sich in der eigenen Heimatstadt sozialreformerisch zu engagieren. Es war eine vergleichsweise kleine Gruppe sehr vermögender Bürgerinnen und Bürger aus zumeist alteingesessenen jüdischen Frankfurter Familien, die mit großzügigen Zuwendungen das Stiftungswesen ausbauten. Darunter Persönlichkeiten wie der Bankier Georg Speyer und seine Frau Franziska, der deutsch-amerikanische Bankier Charles Hallgarten, der sämtliche interkonfessionellen Wohltätigkeitseinrichtungen unterstützte, die Chemieindustriellen Karl und Arthur von Weinberg, das Vorstandsmitglied der Polytechnischen Gesellschaft und Mitglied des Physikalischen Vereins Moritz Nathan Oppenheim und seine Frau Katharina, die bedeutende Frankfurter Mäzenin Freifrau Mathilde von Rothschild, der industrielle und Frankfurter Ehrenbürger Leo Ganz, der Bankier Julius Wertheimer oder der Soziologe Walter Sulzbach, um nur einige wenige der zahlreichen Namen zu nennen. Diese Philanthropen und Humanisten werden in weiten Teilen der wissenschaftlichen Literatur wie im allgemeinen Sprachgebrauch als jüdische Stifter bezeichnet, wahlweise als jüdische Mäzene oder Gönner. Die Mehrheit dieser Persönlichkeiten hätte diese Bezeichnung wahrscheinlich abgelehnt, erst recht, wenn sie damals geahnt hätten, dass das Adjektiv jüdisch wenige Jahrzehnte später von den Nationalsozialisten missbraucht würde, um sie selbst und ihre Nachkommen auf der Grundlage der Nürnberger Gesetze einer menschenverachtenden Klassifikation zu unterziehen. In vielen Fällen ist diese Einordnung aber auch schon lange vor 1933 schlicht falsch, weil die so benannten teils getauft, teils nicht religiös oder auch aus jüdischer Sicht gar nicht jüdischer Abstammung waren. Nicht die jüdischen Wurzeln waren die herausragende Gemeinsamkeit der Stifterpersönlichkeiten und Unterstützer der Frankfurter Universität, sondern ihr tief empfundenes Heimatgefühl. Sie empfanden sich als Deutsche, noch stärker jedoch als stolze, loyale Bürgerinnen und Bürger der Stadt Frankfurt am Main. Gleichwohl blieb eine Karriere in der Politik, der Verwaltung oder einer Hochschule für die Vermögenden, wie auch alle übrigen Juden, auch bei noch so großer Einsatzbereitschaft und nachgewiesener Eignung die absolute Ausnahme. Schonungslos beschrieb der Frankfurter Fabrikant Jakob Epstein
wie er die Situation empfand, Zitat, Deutschland ist groß und mächtig geworden und erbärmlich. Der russische Antisemitismus, der sich in Pogromen kundtut, ist nicht so verächtlich als der, der sich bei uns, bei Regierung und Verwaltung, in der Gelehrtenwelt und in Direktorien der großen Unternehmen äußert. Es kriecht, es winselt, es stinkt überall. Zitat Ende. Das Engagement im Bereich des Stiftungswesens half, die schrittweise Integration in die städtische Oberschicht und die verschiedenen Kommunikationsnetzwerke trotz dieser demütigenden Situation voranzubringen. Mäzenatentum und soziales Engagement boten die Möglichkeit, sich zwei zentralen Glaubensinhalten des Judentums zu widmen, ohne auf das Wohlwollen der Behörden angewiesen zu sein, der Bildung und der sozialen Fürsorge. Je nach Vorliebe, Interesse oder beruflichem Hintergrund ließ sich an einem gesellschaftlichen Ideal mitwirken und konnten die dafür notwendigen sozialen und bildungspolitischen Strukturen mit aufgebaut werden. Strukturen, die langfristig, so die Hoffnung, zu einem Bewusstseinswandel in der Bevölkerung beitragen würden, gerade auch im Hinblick auf die Toleranz. Für religiöse wie nicht religiöse Juden war dies ein wichtiges Motiv ihrer Spendentätigkeit. Auch war es nicht verpönt, öffentlich als Mäzen wahrgenommen zu werden. Die Geste des Spendens und der erreichte Status waren Spiegelbild des inzwischen erreichten Grades der Emanzipation. Die Außenwirkung der Stiftungstätigkeit war ebenso wichtig wie die Wirkung in Richtung jüdischer Gemeinde. Wer vermögend war, wollte, religiös oder nicht, zum Wohlergehen bedürftiger Glaubensbrüder und Schwestern beitragen und die Situation der jüdischen Gemeinschaft insgesamt weiter verbessern. Mochte der Grad der Assimilation auch noch so ausgeprägt sein, im Hinblick auf die Grundbedürfnisse der Gemeinde existierte eine grundsätzliche Solidarität. Ob Synagogenbauten, Kultgegenstände oder ein neues Waisenhaus, immer fanden sich Unterstützer, die Sach- oder Finanzmittel zur Realisierung beisteuerten. Sie alle wirkten auf unterschiedliche Weise, aber mit hohem finanziellen Aufwand an dem dichten Stiftungsnetz mit, von dem Teile von nunmehr 100 Jahren zu einer Universität zusammengeführt wurden. Einer dieser Mäzene verdient mit Blick auf die Gründung der Universität besondere Erwähnung. Gemeint ist der in Frankfurt geborene, väterlicherseits in England verwurzelte Konzernlenker Wilhelm Merton, Gründer der weltweit vernetzten Metallgesellschaft. Strategische Brillanz, menschenfreundliche Gesinnung und große politische Sensibilität ließen ihn als Ausnahmepersönlichkeit erscheinen. Der 1899 zum Protestantismus übergetretene Merton hatte bereits 1890 das schon legendäre Institut für Gemeinwohl, die Keimzelle der späteren Universität, gegründet. Merton war durch und durch Geschäftsmann, trieb sein Unternehmen von Erfolg zu Erfolg und baute Frankfurt zu einem Zentrum des weltweiten Metallhandels aus. Zugleich verfolgte er mit Sorge die gesellschaftlichen Folgen der mit Macht voranschreitenden Industrialisierung. Anstatt jedoch noch größere Summen seines enormen Vermögens in noch mehr wohltätige Einrichtungen zu investieren, suchte Merton nach Antworten auf die sich immer drängender stellende soziale Frage. Seine Überzeugungen gewann er aus direktem Kontakt zu Arbeitern, seinen Besuchen in Wohltätigkeitseinrichtungen und dem intensiven Austausch mit Fachleuten. Einige von ihnen wurden im Laufe der Jahre zu Vertrauten und Mitstreitern, darunter Franz Adickes, der seit 1890 Frankfurter Oberbürgermeister. Dieser Kreis philanthropisch gesonnener, politisch liberaler Persönlichkeiten bildete eine Kerntruppe, die sich daran machte, die soziale Versorgung Frankfurts grundlegend zu reformieren. Krönung dieses Engagements war die Gründung der Universität. Es ist dieser sozialreformerische Aspekt,
der die Entstehungsgeschichte der Frankfurter Hochschule so einzigartig in der deutschen Universitätsgeschichte macht. Adickes und Merton stimmten darin überein, dass eine nachhaltige Optimierung des Sozialwesens nur durch die Schaffung von Ausbildungsmöglichkeiten für akademisch geschultes Fachpersonal zu erreichen sein würde. Was folgte, war zunächst ein generalstabsmäßiger Umbau des sozialen Versorgungssystems unter Federführung von Adickes und Merton. Letzterer investierte Millionen seines Vermögens in die Verwirklichung seiner sozialreformerischen Vision. Dank ihrer Kompetenz, Seriosität und Überzeugungskraft gelang es den über weite Strecken kongenial zusammenarbeitenden Männern, eine unerwartet große Zahl weiterer Förderer aus dem Kreise des vermögenden Frankfurter Bürgertums zu gewinnen. Frankfurt sollte eine moderne, liberale Universität mit einem unverwechselbaren Profil erhalten, dank privater Stiftungsgelder, unabhängig von staatlichen Zuschüssen und damit verbundener Einmischung, durch den Verzicht auf eine theologische Fakultät, Studierenden und Dozenten aller Religionen offenstehend und ausdrücklich jüdischen Bewerbern die Chance auf einen Lehrstuhl zu ermöglichen, der Entwurf einer freien, dem gesellschaftlichen Fortschritt verpflichteten Universität für die Stadt Frankfurt am Main. Mit der Universitätsgründung im Jahre 1914 wurde die ohnehin vielgestaltige Mainmetropole um ein weiteres Identitätsmerkmal bereichert. Ganz sicher hatte die Stiftungstätigkeit positiven Einfluss auf die Integration der jüdischen Bürger Frankfurts in die nichtjüdische Stadtgesellschaft. Und doch kann dies nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Gründungsprozess der schon bald als Judenuniversität verschrienen Hochschule auch von der Vergeblichkeit des Ringens um volle Anerkennung erzählt. Die Hoffnung, durch die großzügigen Dotationen wohlhabender jüdischer Bürger oder Stifter mit jüdischen Wurzeln dem grassierenden Antisemitismus begegnen zu können, war vergebens. Im Gegenteil heizte der Umfang der Spenden die hasserfüllte Polemik noch an. Die mit der Gründung des Kaiserreiches 1871 erreichte bürgerliche Gleichstellung der Juden war im Grunde unvollständig, da zahlreiche berufliche Beschränkungen fortdauerten. Die Ausschließung vom öffentlichen Dienst und die verbreitete antisemitisch motivierte Ausgrenzung von Juden in akademischen Kreisen förderte ein Ungleichgewicht in der Verteilung von Juden auf verschiedene Berufe. In einzelnen Branchen und freien Berufen waren überproportional viele Juden vertreten. Juristen oder auch jüdische Lehrkräfte hatten hingegen kaum eine Chance auf Aufnahme im Staatsdienst. Entsprechend hoch war die Anzahl niedergelassener jüdischer Anwälte. Eine Entwicklung, die von der Mehrheitsgesellschaft nicht als Ergebnis der jahrhundertelangen, teilweise in die Gegenwart fortdauernden Restriktionen anerkannt wurde, sondern die angebliche Sonderrolle der Juden unterstrich. Hervorzuheben ist die rund 20 Jahre währende Offenheit der neu gegründeten Frankfurter Universität gegenüber Juden auf Professorenstellen. Durch die Einrichtung eines speziellen Kuratoriums, das den Stiftern ein gewisses Mitspracherecht sicherte, gelang es mehreren jüdischen Wissenschaftlern, ein Ordinariat zu erhalten. Ein großer Erfolg, der den Ruf der Frankfurter Universität als liberaler Leuchtturm von hoher Produktivität begründete. Das notgedrungen Ausweichen in offenstehende Berufszweige entwickelt sich für Juden langfristig zum Verhängnis. Auch jenseits der sehr vermögenden jüdischstämmigen Frankfurter Kaufmanns- und Bankiersfamilien erarbeiteten sich überdurchschnittlich viele Frankfurter Juden ein zumindest gehobenes bürgerlichen Lebensstandard und hatten ein gutes bis sehr gutes Auskommen. Die im Judentum traditionell hohe Wertschätzung des Lernens und der Bildung sowie die unter Juden verbreitete internationale Berufserfahrung aufgrund verwandtschaftlicher Beziehungen ins Ausland schufen die Grundlage für den gesellschaftlichen Aufstieg. Dieser Erfolg war sichtbar und verstärkte die Zahl
der hasserfüllten Neider. Alle Frankfurter mit jüdischen Wurzeln, ob nun getauft oder orthodox, assimiliert oder der Tradition verhaftet, hofften, die seit der Gründerkrise Mitte der 1870er Jahre wieder heftig auflammenden antisemitischen Hasstiraden würden rasch verglühen. Eine Hoffnung, die sich nicht erfüllte. Spätestens seit den 1890er Jahren waren im privaten und beruflichen Alltag judenfeindliche Bemerkungen oder Vorurteile wieder an der Tagesordnung. Kaum jemand in Frankfurt nahm Anstoß daran, wenn Geschäftsinhaber sich weigerten, Juden einzustellen, wenn Postkarten mit grob antisemitischen Motiven verschickt wurden oder manche Vereine Juden den Beitritt verwehrten. Die Mehrheit der christlichen Frankfurter hielt sich zwar fern von den radikalen Antisemiten, doch die Verachtung gegenüber den Juden war im Grunde nie überwunden worden. Das enorme sozialpolitische Engagement und die hohe Spendenbereitschaft jüdischer Frankfurter für wohltätige Zwecke hatte keinerlei eindämmende Wirkung auf die antijüdische Hetze. Dieser Einsatz befeuerte vielmehr langfristig die aus Neid und Konkurrenzdenken gespeisten Vorurteile gegenüber Juden. Auch die Bereitschaft zur Assimilation wurde verächtlich gemacht. Sie erschien den immer unverblümter öffentlich auftretenden rechtskonservativen Stimmen als vorgeschoben, um die christliche Gesellschaft zu unterwandern und zusätzlich an Reichtum und Macht zu gewinnen. Eine verhängnisvolle Spirale setzte sich in Gang, die von der Mehrheit der Juden in Frankfurt wie in Deutschland insgesamt völlig unterschätzt wurde. In die überlieferte Judenfeindlichkeit schlich sich immer öfter ein neuer, noch giftigerer Ton. Die Anwürfe zielten jetzt nicht mehr nur ab auf die Konfession an sich und die unter Juden feststellbare Häufung einzelner Berufsgruppen oder die den Juden schon seit dem frühesten Mittelalter zugeschriebenen Charaktermängel. Der neue, völkisch motivierte Antisemitismus gegen Ende des 19. Jahrhunderts erklärte die Juden sozusagen naturgemäß zu einer minderwertigen semitischen Rasse. Von Abstammung, von Natur, von Abstammung war jetzt die Rede und den unüberwindlichen Gegensatz zwischen sogenannten Deutschen und jüdischem Wesen. Ein Jude, so die Botschaft, sei außerstande, Deutsch zu empfinden und stelle eine Gefahr dar. Eine Botschaft, die noch nicht mehrheitsfähig war, aber seit der Jahrhundertwende immer stärker einsickerte und schrittweise Spuren der Ausgrenzung hinterließ. Noch lösten die antisemitischen Parolen unter den Adressaten nur Besorgnis, aber keine Angst aus. Die Frankfurter Ortsgruppe des in Berlin gegründeten Zentralvereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens ging seit 1907 entschlossen auf juristischem Wege gegen antisemitische Verleumdungen, Hetzschriften und Diskriminierungen vor. Die Arbeit des Zentralvereins stärkte das jüdische Selbstbewusstsein. Ernüchternd war jedoch der stete Anstieg antisemitischer Publikationen. Es waren zu viele, um umfassend gegen alle juristisch vorzugehen. Die breite Unterstützung, die der Zentralverein unter den Frankfurter Juden spiegelte, das Vertrauen in die christliche, in die rechtliche Gleichstellung wider. Vorherrschend war die Überzeugung, dass die geltenden Gesetze ungeachtet fortbestehender Diskriminierung den Juden den gleichen Schutz gewähren würden wie den Angehörigen der christlichen Mehrheitsgesellschaft. Umso mehr, als ihnen mit der Gründung des Deutschen Reichs und der Integration Frankfurts in den preußischen Staatsverband auch das passive Wahlrecht zuerkannt worden war. Kommunalpolitisch mitarbeiten zu können, war ein lang ersehntes Recht der Juden gewesen. Entsprechend zahlreich engagierten sich Juden in der Frankfurter Stadtverordnetenversammlung. Spätestens die Mitarbeit in der Stadtverwaltung und die Erlangung einiger leitender Positionen schienen letztgültiger Ausweis einer nunmehr vollzogenen Gleichstellung und geglückten Integration in die Frankfurter Stadtgesellschaft zu sein. Viel zu langsam setzte sich die Erkenntnis durch, welche verheerende Dynamik
der völkische Antisemitismus würde entfalten können, der durch den starken Zuzug verfolgter Juden aus Osteuropa zusätzlichen Aufwind erhielt. So umfassend die Unterstützung der Frankfurter Gemeindemitglieder für die Zuwanderer und Durchreisenden auch gewesen sein mag, so schwer tat sich die Mehrheit von ihnen mit den Flüchtlingen. Die sogenannten Ostjuden, wie sie genannt wurden, gefährdeten in den Augen vieler die Integration und bedienten mit ihrem fremden Habitus überwunden geglaubte anti-jüdische Stereotype. Wesentlichen Anteil an der Fehleinschätzung, der Antisemitismus sei auf lange Sicht beherrschbar, hatte der Erste Weltkrieg. Der aufopferungsvolle Dienst für das Vaterland auf den französischen Schlachtfeldern und an der Heimatfront schien die bestmögliche Gelegenheit, um den glühenden Patriotismus der jüdischen Minderheit unter Beweis zu stellen. Avi Primor hat dazu ein lesenswertes Buch geschrieben. Belohnt wurde der Einsatz der jüdischen Deutschen mit der diskriminierenden sogenannten Judenzählung. Laut Kriegsministerium sollte Denunziationen nachgegangen werden, denen zufolge sich mehr Juden als Deutsche dem Kriegsdienst entziehen. Die Folge war eine zusätzliche Verstärkung des Antisemitismus. Anstrengungen des Zentralvereins sowie von engagierten Redakteuren und Abgeordneten mit publizistischen Mitteln gegenzusteuern waren vergeblich. Gleichwohl hielt sich auch unter den Frankfurter Juden die Hoffnung, ihr mutiges Eintreten für das Vaterland werde auf lange Sicht die verdiente Würdigung erfahren. Ursprung dieser irrigen Annahme war tiefe, ja fast unerschütterliche Heimatliebe. Eine zu tiefe Liebe, wie der Schriftsteller Arnold Zweig Jahre später rückblickend befand. Die deutschen Juden hätten, so analysierte Zweig, Zitat, eine Begeisterung für deutsche Kultur, eine Liebe zum deutschen Wesen, die bis zur Ungerechtigkeit gegen alles andere ging, einschließlich des Jüdischen. Die meisten ihrer Laster stammen aus dieser nahezu verblendeten Einschätzung des Deutschtums und des ihrigen im Besonderen. Auf der ganzen Erde haben Juden das Deutschtum verbreitet, überschätzt, ja, angebetet. Zitat Ende. Was Zweig ausblendet, ist der tragische Umstand, dass auch die in Frankfurt lebenden Juden längst nicht mehr über eine Gruppenidentität verfügten. Genau die hatten viele von ihnen ja ganz bewusst durch Taufe, Assimilation oder Austritt aus der Gemeinde hinter sich gelassen. Umso bitterer und beängstigender war es, in den Jahren bis zum Machtantritt der Nationalsozialisten miterleben zu müssen, dass der lange Kampf um Selbstermächtigung und Gleichstellung nur für sehr kurze Zeit und vor allem nur auf dem Papier gewonnen war. Zu groß waren die gesellschaftlichen Ungleichgewichte in der Weimarer Republik, zu krisengeschüttelt die Wirtschaft und zu illoyal die alten Eliten und das aufstrebende Bürgertum, als dass die junge Demokratie dem Druck auf Dauer hätte widerstehen können. Was lag näher, als auf der Suche nach Schuldigen für die Krise diejenigen als Sündenböcke heranzuziehen, denen diese Rolle seit Menschengedenken zuteil wurde, den Juden? Als Ludwig Landmann am 2. Oktober 1924 mit den Stimmen der Deutschen Demokratischen Partei zum Frankfurter Oberbürgermeister gewählt wurde, war dies rückblickend ein letztes, trügerisches Zeichen der Hoffnung, die demokratischen Errungenschaften der Nachkriegszeit inklusive der bürgerlichen Gleichstellung der Juden schienen allen Krisen, allen antisemitischen Hetze zum Trotz unumkehrbar. Landmann war assimilierter Jude, hatte als besoldeter Stadtrat gearbeitet und war leidenschaftlicher Vertreter der städtischen Selbstverwaltung. Frankfurt hatte in den 1920er Jahren wirtschaftlich schwer zu kämpfen, die Inflation verschärfte die soziale Situation und Landmann ging daran, eine zeitgemäße Kommunalpolitik zu entwickeln. Der neue Oberbürgermeister ging daran, die schwierige Lage der Arbeiterschaft zu verbessern, Handel und Industrie zu fördern, sowie die Lebenssituation der Menschen durch eine Reform der Bildungs-, Kultur- und Wohnungsbaupolitik voranzubringen. In enger Zusammenarbeit mit seinem
Stadtkämmerer Bruno Asch setzte Ludwig Landmann mit dem Konzept des neuen Frankfurt eine städtebauliche und verkehrspolitische Erneuerung um, die bis heute das Stadtbild prägt. Der breite Zuspruch für diese Politik begann schnell zu bröckeln. Je mehr sich die Machtverhältnisse in der Stadtverordnetenversammlung zu verschieben begannen, desto häufiger und lauter wurde das hochgelobte Kommunalprogramm als das jüdische System Landmann von der rechten Opposition in Misskredit gebracht. Ludwig Landmann zerbrach an der Mischung politischer Brutalität und Entwürdigung, die ihn 1933 zwang, sein Amt als Oberbürgermeister für einen Nationalsozialisten zu räumen. Der erst spät für seine Verdienste um die Errungenschaft der Stadt gewürdigte Landmann starb kurz vor dem Ende der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft krank und verarmt in seinem niederländischen Exil. Nach 140 Jahren der Selbstermächtigung der Frankfurter Juden und ihres Versuchs, Unterdrückung, Ausgrenzung und Judenhass zu überwinden, waren es wieder lodernde Flammen, die eine Zäsur ankündigten. Anders als bei dem Brand, der Ende des 18. Jahrhunderts die Judengasse zerstörte, waren die Feuer im Mai 1933 jedoch keine Vorboten einer Aufbruchstimmung. Die Bücherverbrennungen, die außer in Frankfurt an 21 weiteren Hochschulorten stattfanden und sie über das Jahr hinweg an 70 Orten hundertfach wiederholten, signalisierten das Ende des jahrhundertealten Traums einer geglückten Integration. Beflügelt von der breiten Unterstützung der Bevölkerung feierten die Feinde der Demokratie mit dem Machtantritt des nationalsozialistischen Unrechtsregimes ihren Sieg über alle liberalen Tendenzen. Auch in Frankfurt waren die Bücherverbrennungen rückblickend Vorboten des späteren Infernos. Was die Jahrhunderte hindurch auch in Frankfurt immer nur punktuell gelungen war, die Ausplünderung, Verfolgung und Ermordung von Juden, ließ sich nun systematisch und mit staatlicher Förderung in großem Stil umsetzen. Niemals zuvor erschien Heinrich Heines düsteres Gedankenspiel von 1821 so real wie in diesen Maitagen 1933, als Studenten und Dozenten gemeinsam mit SA und SS-Männern auf dem Römerberg zwischen Gerechtigkeitsbrunnen und alter Nikolaikirche Pferdewagenladungen von Büchern in Flammen aufgehen ließen. Dort, wo 1933 der Scheiterhaufen zum Verbrennen der Bücher errichtet war, wird seit 2001 mit dem berühmten Heine-Zitat an das Unfassbare erinnert. Das war ein Vorspiel nur. Dort, wo man Bücher verbrennt, verbrennt man am Ende auch Menschen. Die zuständigen städtischen Behörden benötigten 18 Jahre, um über die aus Bronze gefertigte Gedenkplakette zu entscheiden. Kritiker empfanden sie als störend. Ja, die Bücherverbrennungen waren tatsächlich nur ein Vorspiel zu den Krematorien der Todeslager. Für demütigend kurze 14 Jahre, für die Zeit der Weimarer Republik, genossen die in Frankfurt lebenden Juden die volle verfassungsrechtliche Gleichstellung als deutsche Bürger. 14 Jahre. Nach 1933 war der alte Traum von der Selbstermächtigung, der nie ganz Wirklichkeit geworden war, endgültig gescheitert. Die Frankfurter Bürgerinnen und Bürger mit jüdischen Wurzeln wurden nicht entrechtet und in eine neue Judengasse gepfercht. Sie wurden entrechtet, um dann verfolgt und deportiert zu werden. Sie wurden entrechtet, um dann verfolgt und deportiert zu werden. Über 12.000 von ihnen wurden in den Todeslagern ermordet. Keine Gedenkplakette, kein Mahnmal bringt sie uns zurück. Ich danke Ihnen.
Talek, für deine Worte, die, obwohl wir all das wissen, immer wieder neu bedrücken und wie eine Last auf unseren Schultern liegen. Als Juden, die hier in Frankfurt leben, die immer mal wieder fragen, warum leben wir hier eigentlich? Vor all dem, was wir hier wissen und erfahren haben, was wir sozusagen der geschichtlichen Überdeckung entreißen. Ich habe mich zwischendurch gefragt, ob du nicht neben deinen üblichen Tätigkeiten als Architekt bist auch Drehbuchautor werden sollen, weil die Geschichte, die du erzählt hast, wie ein Film über das Frankfurter Judentum uns vor Augen geführt worden. Falk, ich danke dir sehr. Meine Damen und Herren, ja, mit diesen Worten oder diesen Eindrücken, Miriam, korrigiere mich, möchte ich Sie jetzt zum Abendessen zum Empfang einladen, außerhalb dieses Raums. Nochmal vielen Dank.